Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Geh mal auf, komm später wieder bei. Ja, okay, alles klar, Jurassic Gaming. Danke fürs im Stich lassen, bis später. Nee, alles gut. Bis später. Welchen Film gucken wir? Den ersten Jurassic Park, genau. Wir fangen jetzt an mit dem ersten Jurassic Park. 1993. Wenn das jetzt gut läuft und ihr habt Bock und ihr sagt, ey, das kann man ruhig öfter mal machen, dann werden wir das komplett mit allen Jurassic-Filmen und eventuell auch mit der Serie durchziehen. Wer das halt möchte mit der Serie. Das war jetzt so der grobe Plan. Wenn, während wir diesen Marathon jetzt durchziehen, irgendwann doch noch Amazon meint, ey, Jurassic Park ist wieder exklusiv oder ist wieder verfügbar auf Prime, dann werden wir das Ganze in so eine Watch-Party eben umswitchen. Aber das geht eben aktuell noch nicht. Und ich glaube, Jurassic Park wird auch erstmal nicht mehr auf Amazon verfügbar sein, zumindest nicht kostenlos, weil in den USA wird wohl gerade sehr stark an einem Universal-Stream-Anbieter gewerkelt. Wer hätte es gedacht? Oder ist der sogar schon draußen? Ich weiß es gar nicht. Also es gibt noch einen neuen Streaming-Anbieter, dann könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir starten den Film. Seid ihr bereit? Ihr seid bereit. Ich bin auch bereit. In 3, 2, 1, Action. So. Okay, das scheint doch ganz gut zu funktionieren. Was jetzt aber auch passieren kann, das habe ich nämlich nicht bedacht. Wenn ein paar von euch den Film jetzt auf 4K gucken sollten. Mir hat jemand von euch in die Kommentare geschrieben, dass es dann auf einer anderen Framerate läuft. Ich meine aber, dass der Film deswegen nicht automatisch schneller durchlaufen würde. Das wäre ja irgendwie Quatsch. Bin mir da nicht ganz sicher. Es kann also sein, dass wenn ihr den auf 4K guckt, dass wir dann ein paar kleine, minimale Verzögerungen haben. Aber das macht ja nichts. Wahrscheinlich labere ich sowieso die ganze Zeit permanent durch. Einer der geilsten Filmanfänge von generell allem einfach. Ich finde das so einen geilen Anfang. Und wisst ihr, was man hier einfach gerade gar nicht sieht? CGI. Das ist einfach alles praktisch. Und erinnert euch mal bitte an den Anfang von Jurassic World. Ist kein Hate, wir kommen noch zu Jurassic World. Fängt Jurassic World nicht einfach mit einem CGI-Vogel an, der im Schnee rumhüpft, irgend sowas? Irgendwas war doch da. Den Anfang überspringst du? Wie kann man denn den Anfang überspringen? Was ist das denn? Was ist das denn? Wieso? Der Anfang ist doch mitunter das Wichtigste, um den Aufbau einzuleiten für die Velociraptoren. Das hier ist übrigens auch gerade das Riesenbiest, was da reingebracht wird. Das clevere Mädchen. Auch mit den Entschuldigung, mit den Lichteffekten ist das alles ziemlich geil gemacht. Und da merkt man einfach, dass Steven Spielberg wirklich Geschick für sowas hat. So, jetzt kommen wir zur ersten Szene, wo es Diskussionsbedarf gibt, meiner Meinung nach. Was haltet ihr davon, dass sie es nicht schaffen, diesen Velociraptor auszuschalten? Ich finde dazu wirklich keine Erklärung. Da kann man mir jetzt irgendwas erzählen von wegen, ja, die Stromschocker waren ja nur minimal eingeschaltet. Das sind ungefähr 20 Leute, die da gerade auf den Velociraptor eindreschen. Und er merkt es nicht. Ich finde dazu keine wirkliche Erklärung.
Das soll zeigen, dass das Vieh ultra krass ist. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Das ist wahrscheinlich einfach so eine filmische Sache. Ich muss mir auch öfter an in letzter Zeit, das ist, dass ich Film einfach auch mal filmen lassen soll. Meckere ich zu viel über so bestimmte Szenen rum? Weil das wäre eigentlich perfekt für so ein Video. Einfach mal versuchen, realistisch auf das Universum von Jurassic Park und Jurassic World bezogen zu erklären, warum der Velociraptor nicht zu Boden gegangen ist. Da kann man sich ja mal Gedanken drüber machen. Und klar, hast du recht, das ist alles eine filmische Sache, aber könnte man ja trotzdem mal machen. Ist doch generell ein Problem, dass die Dinos unbesiegbar sind. In Teil 2 halten sie ja auch Gewehrschüsse aus. Echt? In The Lost World meinst du, oder was? Sagt, nee, wann denn? Wann halten die denn Gewehrschüsse aus? Der T-Rex wird ja abgeschossen mit diesem Pfeil da, der ihn einfach nur betäuben soll. Und der betäubt ihn ja auch. Das ist ja Sinn der Sache. Außerdem finde ich es gar nicht schlecht, wenn die Saurier unbesiegbar sind, in Anführungszeichen. Das macht sie irgendwo ja auch gefährlich. Eigentlich müsste bei solch einem Tiertransport jemand mit einem Betäubungsgewehr am Abzug parat stehen. Ja, aber da waren ja trotzdem 20 Leute mit Elektroschockern. Weiß ich halt nicht. Du hast schon recht, na klar. Aber das Vieh hätte ja trotzdem zu Boden gehen müssen, auch ohne Betäubungspfeil. So, jetzt kommen wir zu einer Stelle. Da habe ich nämlich heute erst mit einem von euch rumdiskutiert in den Kommentaren unter meinem letzten Video zum Giganotosaurus. In den Büchern ist es so, dass erklärt wird, dass der Tyrannosaurus Rex sich dich nicht sieht, wenn du dich nicht bewegst, weil er eben diese Frosch-DNA in sich hat. Und dieser Frosch hat eben auch eine bestimmte Sicht eben nur auf Sachen, die sich bewegen. Da reagiert er eben dann reflexartig drauf. Hier in dem Film ist das aber nicht so. In dem Film wird jetzt gleich von Dr. Alan Grant gesagt, der Tyrannosaurus Rex sieht dich nicht, wenn du dich nicht bewegst. Das sagt er aber, bevor er im Jurassic Park war. Das heißt, in diesem Film ist das wissenschaftlich. Ist natürlich Quatsch, aber in dem Film ist das eben wissenschaftlich. Also hier hat der T-Rex keinen Sehfehler wegen der Frosch-DNA, sondern weil eben das laut dem Jurassic-Universum damals wirklich so gewesen ist. Was wurde der Spinosaurus Jurassic World 3 getroffen von Cooper? Weiß ich gar nicht. Ich erinnere mich nur noch dran, dass in Jurassic World 1, dass da dieser eine Typ mit dem Gewehr dem Indominus Rex voll in die Fresse schießt. Und das dreimal oder so. Und der rennt aber einfach weiter. Das weiß ich noch. Ich finde, dass man überhaupt nicht bewerten kann, was ein Dinosaurier, der nicht komplett genmodifiziert ist. Würde Jurassic Park, oh Gott, was würde Jurassic Park jemals real werden? Weiß niemand, wie Dinosaurier alles bekannt. Ja, da hast du schon recht, da hast du schon recht. Aber das musst du halt auch sagen, Jurassic Park. Warte, jetzt kommt der Satz. Kurz zuhören. Ja. Er sagt schon, bevor er im Jurassic Park überhaupt gewesen ist. Du hast vollkommen recht, dass das Ganze, das sind ja keine echten Saurier im Endeffekt, das ist ja alles genmanipuliert. Aber trotzdem will der Film uns das doch so verkaufen. Als wäre das irgendwie, als wären das echte Dinosaurier. Ist auch vollkommen cool. Das Buch geht da anders ran. Das Buch sagt dir relativ früh schon, das sind irgendwelche Viecher, die aussehen wie Dinosaurier, aber eigentlich genmanipulierte Kreaturen sind. Der Film versucht das dir schon ein bisschen mehr zu verkaufen. Ja, das ist real. Das ist, so waren die früher wirklich. Siehst du auch an Dr. Alan Grants Reaktion in Jurassic Park 3, wo er sagt, Velociraptoren waren schlauer als alle Primaten und so ein Zeug.
Ich meine, die Raptoren sind im Buch auch nur so schlau, weil sie wieder irgendeine DNA in sich haben. Im Film wird das aber eben nicht erklärt. Da wird eben gesagt, nein, die waren früher so schlau. Das ist wahrscheinlich, weil sonst hätten die ja ständig erklären müssen, ach, übrigens hat hier ein Frosch die Fähigkeit und da hat das Vieh die Fähigkeit. Da hat man sich eben gedacht, nee, das will ich nicht. Das dachte die Wissenschaft auch lange, aber wurde relativ, Michael Crichton ändert im Buch ja auch wieder T-Rex stillstehende Menschen. Das mit dem T-Rex, dass der stillstand, das war, glaube ich, wissenschaftlich nie ein Thema gewesen. Weil es gibt ein Making-of, da sagt Steven Spielberg, also er erklärt, warum er das so erklärt in dem Film. Weil er gemeint hat, wir haben keine Zeit, um jetzt jedes Mal zu erklären, ah, der sieht jetzt nichts, weil irgendein DNA-Putsch drin ist oder sowas. Also ich meine, dass der Tyrannosaurus Rex nicht sieht, wenn du dich nicht bewegst. Das war nie ein Ding gewesen. Auch nicht in der Wissenschaft, meine ich zumindest. Wenn doch, wäre es cool, wenn du mir mal einen Link in die Kommentare reinschicken könntest. In den Chat. Würde ich gerne mal reinschauen. Das ist auch sowas wie mit dem Dilophosaurus. Der hatte weder einen Kragen, noch konnte er Gift spucken. Hier kann er beides. Und Spielberg sagt halt, ja, natürlich, damit wir irgendwie auch einen bestimmten Effekt haben. Ist schon vollkommen in Ordnung. Man muss hier anmerken, dass nur Bios ein 100%iges Genom haben. Terry, Dingsbumsaurus und Giganotosaurus sind ja die einzigen Dinosaurier, die nur 100% Genom im Jurassic Park Universum haben. Waren das die beiden einzigen? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Nein, nicht. Der Pyroraptor mit seinem roten Federkleid, der müsste ja auch 100% Genom gehabt haben. Der Pyroraptor. Achtet mal auf das Handtuch von John Hammond jetzt übrigens. Das wechselt gleich die Farbe. Ich habe mir erst letztens ein Video angeschaut mit Filmfehlern. Ey, das ist so böse. Du siehst die jetzt einfach überall. Ich werde die jetzt auch nicht überall erwähnen, keine Angst. Das ist echt lästig. Ja, im Buch war das auch so gewesen. Da hat der T-Rex auch den gleichen Sehfehler, nenne ich es jetzt mal. Aber da wird erklärt, dass er diesen Sehfehler hat aufgrund seiner Frosch-DNA, die eben mit seiner richtigen DNA zusammengemischt wurde. Im Film aber eben nicht. Im Film wird gesagt, das ist wirklich so gewesen. Vor 65 Millionen Jahren. Hat Alan Grant ja eben gerade gesagt, vor ein paar Minuten. Das ist der Unterschied. Dürfte ich vielleicht eine Frage zu Dominion stellen? Oder würde ich dann spoilern? Stell mal die Frage und ich entscheide dann, ob das ein Spoiler wäre oder nicht. Was Wissenschaftler noch nicht erklären konnten, ist, was der Kamm auf dem Rücken des Dinosaurus bringt. Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich auch irgendwas von wegen Paarungsverhalten, oder? Die werden doch da auch so Blut reinpumpen können, wie beim Stegosaurus. Und dann wird er damit seine Temperatur regeln können, schätze ich mal. Der hat ja wohl in der Wüste gelebt, aber war auch ein Wassertier. Und da schwankt dann die Temperatur ja schon manchmal bei Wasser und Außentemperatur. Und vielleicht konnte er damit die Temperatur regeln. Behaupte ich einfach mal. Verbreite diese Behauptung bitte als Fakt. Moin, bin ein Riesenfan von dir. Von mir? Und habe auch bemerkt, dass du auf Twitch streamst wegen YouTube. Krass, ja. Cool, dass du dabei bist. Danke für den Support auf jeden Fall. Freut mich. Patrick winkt. Bisschen wie die Queen aber gerade, ne? Ey, immer wenn ich diesen Schauspieler jetzt sehe, muss ich so krass dran denken, dass das einfach so ein scheiß Pädophiler ist. Und ich mochte Dutchson aus Jurassic World Dominion echt total gerne. Der war überzeichnet, ja, aber ich fand ihn trotzdem ziemlich cool.
Ich mag den, auch von seiner Art her, wie er immer diesen Kaugummi isst, der glaube ich immer, ne? Wie der immer so leicht nervös ist und alles. Ich fand das schon ganz gut geschauspielert. Auch hier wieder. Die haben den Film ja auf Hawaii gedreht. Also das meiste haben sie auf Hawaii gedreht. Oder zumindest vieles. Du siehst hier einfach, dass das eine echte Insel ist. Das ist einfach Hawaii. Wenn ihr euch mal Jurassic World Dominion anschaut, da ist auch sehr viel auf Hawaii gedreht worden, aber es sieht trotzdem künstlich aus. Weil die immer diese Hochglanzfilter, habe ich das Gefühl, auf diese Filme draufknallen müssen. Das haben sie auch bei der Hobbit gemacht. Da hat man dann bei diesen Making-of-Aufnahmen, hat man dann bei diesen Special-DVDs, bei der Hobbit, bei der Extended Edition, hast du dann so einen Vergleich, so sieht das in echt aus und so sieht es im fertigen Film aus. Und du denkst dir einfach, es sieht in echt viel geiler aus. Und im fertigen Film haben die da so einen Filter drüber geknallt und es sieht aus wie so eine Miniaturlandschaft. Ich weiß nicht, was das soll. Oh Gott, jetzt habt ihr ja schon wieder voll viel geschrieben. Kannst die Filmfehler ruhig sagen. Ich finde es cool, sowas zu wissen. Ich mache da auch noch ein Video dann bald dazu, aber da muss ich so fair sein, dann mache ich nur eine Reaction zu den Filmfehlern. Die habe ich schon gemacht. Ja, sonst würde ich jetzt hier andauernd irgendwas reinplanen müssen. Was ich eigentlich eh mache gerade, aber ihr wisst, wie ich das meine. Es gibt Menschen, die möchten sowas nicht. Ich glaube an die Theorie beim Spino, dass er sein Segel benutzt hat, Wärme einzufangen. Irgendwas mit Wärme, glaube ich auch. Der hat da ja auch so Adern drin, das sieht man ja richtig, ne? Und zumindest so, wie man sich das vorstellt. Und das würde doch heißen, dass er da Blut reinpumpt. Und warum pumpt man denn Blut so? Das hat ja irgendeinen Grund. Und ich schätze mal, das wäre, um Wärme aufzubauen oder halt um zu regulieren. Könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht wäre es auch ein Wasserspeicher, dann wäre der Spinosaurus das Urzeitkamel. Wie kann der Dimetrodon eigentlich da hoch, von wo aus er Alan Grant erschreckt hat? Ja, keine Ahnung. Ich meine, du siehst die Höhle ja auch nicht komplett, die ist ja sehr dunkel. Vielleicht gibt es da Wege außenrum oder so, ich weiß es wirklich nicht. Ach, ist das geil. Da hat man aber eben gerade schon gesehen, dass der Helikopter nachträglich eingefügt wurde, ne? Es gab halt noch keine Drohnen früher in den 90ern. Jetzt habe ich gleich einen sehr wichtigen und sehr coolen Sidefact für euch. Achtung. Den kennt ihr bestimmt noch nicht und wenn doch, dann lügt ihr. Achtung. Das hier mit Dr. Alan Grant, dass er diese beiden Dinger nicht zusammenkriegt. Habt ihr euch schon mal gefragt, was das eigentlich soll? Warum ist die Szene da drin? Das ist eine Metapher von Steven Spielberg selbst eingefügt. Da geht es nämlich darum, das sind jetzt ja zwei weibliche Stecker. Und diese beiden weiblichen Stecker, die passen nicht ineinander. Das heißt, die funktionieren nicht zusammen. Alan Grant sagt aber, das geht trotzdem schon und knotet die einfach zusammen und hält sie dann trotzdem fest. Das ist eine Metapher dafür, dass später nur Weibchen auf der Insel sind, also nur weibliche Dinosaurier, und es trotzdem zur Fortpflanzung kommt. Finde ich sau clever, wäre ich niemals drauf gekommen, wenn ich das nicht irgendwo gehört hätte. Wenn man es aber weiß, ist das irgendwie ganz cool. Weil die Szene auch immer ein bisschen komisch war, ne? So, was soll das? Warum zeigt ihr uns das jetzt? Der Hund legt sich jetzt direkt vor die Klimaanlage. Ich sage auch Temperatur allein schon wegen Unterwasserkörper und überlassen. Ja, denke ich nämlich auch.
Oder für die Balz. Ja, aber das wäre mir zu langweilig. Das akzeptiere ich nicht. Irgendwie weiß ich nicht. Das finde ich doof. Weil Tiere haben schon geile Gadgets. Also die können ja schon viel. Und so Wärmetemperatur regulieren, ich weiß nicht, ich würde das irgendwie cooler finden. Ist der T-Rex von Jurassic World auch der T-Rex von Jurassic Park 1? Ja, genau. Also Rexy, wie sie liebevoll verharmlost wird und weichgespült, ist in Jurassic Park 1 dabei, in Jurassic World 1, in Jurassic World 2 und in Jurassic World 3. Die T-Rexe aus Jurassic Park 2 und aus Jurassic Park 3 sind andere. Ist auch eine andere Insel übrigens, ne? Muss man auch dazu sagen. Was meinst du mit Pädophil, wenn ich fragen darf? Ja, der hat doch... Also Cameron Thor heißt der Schauspieler. Und der lebt noch, also der hätte noch Louis Dutton eigentlich spielen können in Jurassic World Dominion, wurde aber relativ früh einfach aus dem Projekt rausgestrichen oder gar nicht erst gefragt, weil er wohl mehrere Anklagen hat. Ich will jetzt hier keinen Scheiß erzählen, aber ich meine wegen Belästigung von Kindern oder irgend sowas oder Kinderpornografie auf dem Rechner oder irgend so ein Kram war es auf jeden Fall gewesen. Jetzt kann man den Hund sehen. Ach, dieses Mikro ist auch in meinem Weg. Ich muss dem gerade mal was zu trinken geben. Ich habe den vorhin auch einfach mal in die kalte Wanne gestellt. Das findet er ziemlich geil. Das ist halt... Ja. Ich will dem das gerade mal auf. Danach lese ich eure Kommentare weiter. Nur keine Sorge. Es wird hier, glaube ich, einfach gerade mehr so ein Jurassic Talk von 2 Stunden. Und nebenbei läuft halt der Film. Hat aber auch was, oder? Hat auch was. Übrigens eine der wenigen Szenen im ersten Film, die wirklich schlecht gealtert sind, finde ich, wo man jetzt hier den Brachiosaurus sieht. Das ist nicht ganz so geil gealtert vom CGI her. Aber es geht auch noch klar. Jetzt mal ohne Scheiß. Aber ja. Jetzt habe ich nichts mehr zu trinken. So, das ist Rexy. Jawohl, das ist Rexy. Ist derselbe, genau. Der ist Vergewaltiger, soweit ich weiß. Also irgend sowas auf jeden Fall. Irgendwas, wofür man ihm eigentlich halt die Eier abschneiden sollte. Ich muss aufpassen, was ich jetzt hier sage. Das Ganze wird ja auch noch auf YouTube hochgeladen danach. Die ikonischste Szene eigentlich aus dem Film, oder? Welcome to Jurassic Park. Ja, auch hier gibt es einen ganz coolen Side-Fact zu der Szene. Wenn ihr jetzt hier seht, wo die Bauarbeiter arbeiten, ne, am Besucherzentrum, das sollte eigentlich gar nicht so sein. Auch drinnen im Besucherzentrum seht ihr immer noch Gerüste, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Die kamen mit den Bauarbeiten aber nicht hinterher beim Setbau, wegen diesem Sturm damals auf Hawaii. Was ihr jetzt hier gerade seht, sind einfach wirklich Bauarbeiter, die einfach während dem Film an diesem scheiß Set arbeiten, damit das eben dann später fertig ist. Am Ende der Szene habt ihr das ja nicht mehr mit den Bauarbeitern hier. Finde ich ganz cool, dass Spielberg einfach gesagt hat, ey, lass die halt weiterarbeiten, während wir da filmen. Das kommt ja irgendwie organisch rüber. Wir ziehen den einfach so Jurassic Park-Klamotten an, dann passt die Sache schon. Finde ich echt witzig. Ja,
Jetzt die Musik, Gänsehaut pur, ey, diese Jurassic Park Musik ist wirklich Gänsehaut pur. Auch in Jurassic World, das ist so, wo dann der Junge am Anfang die Tür aufmacht und wie heißt er? Zack heißt sein Bruder. Ich weiß nicht mehr, wie der Kleine heißt. Wo er dann auf jeden Fall die Tür aufmacht und dann kommt diese epische Musik und da hat mich schon am Anfang so gestört, dass die Jurassic Park Musik kommt, aber die Kamera fährt nicht über den Jurassic Park. Weiß nicht, das ist halt wieder so kleinliches Gemecker, ne? So Fanboy-Gejammer einfach. Was machst du gerade? Das ist ein Audioflick. Wir gucken gerade Jurassic Park zusammen, den ersten Film von 1993. Ich habe hier oben eine Timebox eingefügt. Da siehst du, wie weit wir gerade gucken. Das heißt, wenn du mitgucken willst, mitquatschen willst, dann kannst du dich an dieser Timebar orientieren und den Film selber einlegen und eben so weit schalten, dass du synchron bist mit uns. Wie kamen sie an die DNA vom Mosasaurus? Kam das nicht alles so mit Mr. DNA irgendwie durch diesen einen Mückenstich irgendwie? Er erklärt es ja eigentlich hier gerade, Mr. DNS. Da sind Milliarden von DNS-Strängen mit drin und die kannst du dann verschieden kombinieren mit Saurier-DNA, die halt noch übrig ist im Bernstein. Und dann kannst du da halt verschiedene Saurier draus machen. So habe ich mir das immer zusammengereimt. Ja, das stimmt. Wenn man alles hinterfragt, dann... Aber es macht schon Spaß, über sowas zu diskutieren, mal ganz ehrlich. Mir macht sowas echt verdammt viel Spaß. Ja, Isla Sorna müsste es noch geben, oder nicht? Am Ende von Jurassic World dominieren. Die ist halt nur leer. Da gibt es keine Saurier mehr drauf. Die holen die doch jetzt alle in dieses Biosyn Valley. Glaubst du nach Jurassic World Dominion noch ein Jurassic Park Film, ein Jurassic Film kommen? Auf jeden Fall, hundertprozentig. Ich habe da ein YouTube-Video auch mal dazu gemacht, um das über das Thema Jurassic Universe, ob wir sowas eventuell mal bekommen könnten. Ich sag ja, auf jeden Fall. Weil der Film trotzdem sehr erfolgreich war, die ganze Reihe ist erfolgreich, die werden damit nicht aufhören. Das wird nicht mehr Jurassic Park heißen, es wird nicht mehr Jurassic World heißen, die werden jetzt einen neuen Namen dafür finden. Aber es wird weitergehen, hundertprozentig, bin ich mir ganz sicher. Doch, der Schauspieler war wirklich pädophil. Oder irgendwas Sexuelles, er hat auf jeden Fall irgendeine Straftat begangen. Irgendeine sexuelle Straftat, Kinderpornografie, meine ich mal gelesen zu haben. Könnt ihr selber mal nachgoogeln, Cameron Thor. Könnt ihr selber ganz schnell mal rausfinden, was mit dem abgegangen ist. Aber irgendwas war da auf jeden Fall, dass er nicht an Jurassic World Dominion mitspielen durfte. In Jurassic World Dominion mitspielen durfte. Ich meine, ist es auch so abwegig, dass es sowas gibt? So, ich meine, wir sind eine kranke Welt, ne? Das ist wirklich so. Ich finde das jetzt gar nicht mal so seltsam, dass da mal irgendwie einer aus der Reihe tanzt. Das wäre ja nicht der Erste. Der war beim Dreh von Dominion auch einfach im Knast, ja genau. Ja, also ganz so harmlos war es dann wohl nicht gewesen, was er gemacht hat. Einen wunderschönen guten Abend, Megatron. Transformers-Fan wahrscheinlich. Oh, das könnten wir auch mal gucken hier. Da kann man sogar mal eine Watchparty starten, glaube ich. Ich meine nämlich, die gibt es inzwischen bei Amazon Prime. Glaubst du, dass sowas wie Jurassic Park jemals Realität werden könnte? Dazu gibt es auch eine coole Doku. Ich glaube, die ist sogar auf Deutsch. Die können wir uns auch mal angucken hier im Stream. Sowas, das geht ja, ne? Man kann sich ja die Dokus angucken und darauf so Reactions machen. Ich mache sowas halt eigentlich nie. Aber das kann man ruhig mal machen. Um die Frage zu beantworten, ich habe die Doku selber noch nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas irgendwie geht. Aber das Problem dabei ist, dass DNS nicht so lange aktiv oder am Leben bleibt. Also das ist, auch wenn die konserviert ist,
stirbt die relativ schnell ab. Und ich glaube, das war das Problem, warum sowas nicht funktionieren könnte. Wenn man irgendwann dann doch mal versteinerte DNS findet oder irgendwie DNS zurückentwickelt, das war auch mal im Gespräch gewesen, dass man die DNS von Hühnern oder anderen Nachfahren von Dinosauriern zurückentwickelt und dann daraus Saurier macht. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann funktioniert. Die Frage ist halt nur, was machen wir damit den Dinosauriern? Sehr wahrscheinlich würden wir sie einfach züchten und dann essen. Also, so, der Mensch ist ja zu blöd dafür, um irgendwie zu verstehen, was er da gerade für eine Entdeckung gemacht hat. Wir würden Saurier wegen irgendeinem Bullshit züchten. Wegen einem Zoo, wie hier. Ist ja eigentlich auch Bullshit, was John Hammond da macht, ne? Der T-Rex-Ausbruch ist natürlich auch legendär. Ach, jetzt haben wir eben gerade auch eine Szene verpasst. Da habe ich auch mal ein YouTube-Video drüber gesehen. Da hatte man gemerkt, dass Dr. Henry Wu sich jetzt schon hier eigentlich sehr seltsam verhält. Man sieht nämlich am Anfang, wie er irgendwas durchstreicht auf so einem Forschungspapier. Und da hat mal jemand gesagt, das macht man eigentlich nicht. Auf Forschungspapieren wird eigentlich nichts einfach durchgestrichen, weil das eben Forschungsarbeiten sind. Ja. Gray hieß der Junge aus Jurassic World, ja, das kann sein. Wieso haben die Jurassic World nicht auf Isla Sorna gebaut? Weil die Anlage B ja immer noch aktiv war, ne? Richtig. Und Ian Malcolm checkt's einfach von Anfang an. Obwohl die checken das ja eigentlich alle schon relativ früh, gell? Wir haben ja auch dann gleich noch dieses Lunch-Gespräch, wo sehr gute Argumente dafür und dagegen auftauchen. Und auch da sagen ja schon alle, ey, nee, eigentlich ist es gerade Quatsch, was du hier machst. Weil es halt fies in die Hose gehen kann. Ja, aber auch ein Grund, warum Jurassic World auf Isla Nublar spielt, ist natürlich, damit man im Film später sagen kann, ah, guck mal, der alte Jurassic Park, na, wisst ihr noch? Member Barry, Fanservice, ist halt einfach so, ne? Es ist einfach wirklich so. Ich finde, dass man Dinosaurier alle auf die Isla Sorna hätte bringen sollen. Ey, du sprichst mir gerade so aus der Seele. Das habe ich auch schon gesagt. So, warum sperrt man die jetzt wieder in ein Gehege ein? Quasi in das Biosyn Valley, das ja irgendwie 50 Milliarden Fuß lang ist oder so. Aber es ist so dumm, es ist einfach so ein Quatsch. Weil in Jurassic Park 2 wurde damals gesagt, jetzt haben wir Saurier geschaffen, lasst sie jetzt einfach da leben. Lasst uns als Menschen beiseite treten und lasst auf die Natur vertrauen. Das war eine saucoole Botschaft. Und Jurassic World Dominion endet jetzt damit, dass wir Saurier wieder einsperren. Und das ist quasi die Lösung des Problems. Wir haben die jetzt geschaffen, also sperren wir sie wieder ein. Cool, gut gemacht, Jurassic World. Super, super geil beendet die Saga. Ja, super Botschaft einfach, gell, so. Stellt euch mal vor, der Heli stürzt ab und Jurassic Park ist nach 10 Minuten vorbei. Das wäre natürlich doof. Das wäre natürlich sehr doof.
dann ist Jurassic Park The Game aber auch wirklich, ich weiß, das ist ja nicht Kanon, aber die haben ja versucht, das irgendwie sich kanonisch anfühlend einzubauen. Da haben sie dann nicht ganz aufgepasst, ne? Weil die eben gerade gesagt wurde, es gab 9 oder 8 und jetzt gibt es nur noch 3 Stück und die 3 werden aber vom T-Rex getötet, das sehen wir ja sogar. Und Jurassic Park The Game spielt ja dann zu einem Teil nach dem Moment, wo die Raptoren gekillt wurden. Und trotzdem tauchen dann noch Velociraptoren auf. Und jetzt kommt mir nicht mit, ja, da haben aber auch Eier gelegen. Da ist die Zeitspanne nicht groß genug dafür. Oh Gott. Ich denke, aus unserer jetzigen objektiven Gegenwart sagen wir, dass Jurassic Park oder World unwirklich und fern erscheint. Finde ich gar nicht mal. Jedoch wissen wir nicht, wie wir auf das Ganze in 10 bis 20 Jahren blicken. Ganz wichtiger Punkt, komme ich gleich mal drauf zu sprechen. Und was da alles möglich ist. DNA mag vielleicht nach Jahren kaputt gehen. Ich meine, es war schon nach Stunden oder so, ne? Wenn die, glaube ich, irgendwie freigesetzt wird oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedoch ist DNA ja die Abfolge mehrerer Proteine. Das wusste ich jetzt auch nicht. Okay, interessant. Es wurde ja schon Dino-DNA gefunden, in gutem Zustand gefunden, jedoch nicht genug. Wer weiß, was noch alles kommt. Was du vorhin gesagt hast oder was du in diesem Text eben gerade geschrieben hast, stimmt komplett. Es gibt so viele Filme, die damals als Zukunftsvision, als Science-Fiction abgetan wurden. Und das ist alles zugetroffen. Und jetzt ganz wichtig zuhören, was Ian Malcolm jetzt alles erzählt. Ich finde das eine saugeile Szene. Bester Satz. Ich finde einfach, dass dieses Gespräch hier so krass auf Jurassic World zutrifft. So nach dem Motto, lasst doch einfach mal was in Ruhe. Es muss nicht immer alles wiederbelebt werden. Ne? Darum geht es hier gerade. Jurassic World, sorry, ist für mich einfach genau das Beispiel dafür. Einfach... Na, die Produzenten haben sich nur darauf konzentriert, ob sie es schaffen können, einen neuen Jurassic-Film zu machen. Ob sie es tun sollten, das war eigentlich relativ egal. Das passt schon, das Zitat. Wenn es einen echten Jurassic Park geben würde, meinst du wahrscheinlich, würdest du hingehen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich liebe auch das Spiel Jurassic Park Operation Genesis. Und da habe ich immer früher einen Park gebaut, wo ich mir vorgestellt habe, okay, wenn ich jetzt wirklich hier in dem Park wäre, mit meinen Eltern, dann muss das so und so aussehen. Da habe ich immer auch ganz viele Bänke in den Jurassic Park reingebaut. Für meine Oma habe ich immer gedacht, ja, komm, die Oma hockt sich mal ganz gerne hin. Da müssen jetzt ganz viele Bänke rein. Ja, deswegen würde ich auf jeden Fall einen Jurassic Park besuchen. Wir zocken übrigens demnächst auch mal Jurassic World Evolution 2. Das haben sich einige von euch gewünscht. Und bauen da einfach mal unseren eigenen Park so ein bisschen auf. Und Lego Jurassic Park zocken wir auch noch live im Stream. Sobald die Jurassic Park The Game Parts auf YouTube abgehandelt sind. Das springt zu krass hoch und runter. Warte mal. Was ich euch empfehlen kann, ist Transformers Beast Wars. Ja, ich kenne Transformers, ich kenne alle Transformers-Filme, aber ich mag nur 1, 2 und 3 und die ganzen Zeichentricksachen habe ich halt auch nie gesehen, leider. Ian Malcolm ist mehr ein Ethiker als ein Chaos-Theoretiker. Ja, er ist ein Ethiker von der Persönlichkeit her, ja, aber ein Chaos-Theoretiker ist er ja vom Beruf, oder nicht? Also das geht ja einher mit seiner Berufswelt.
Was ist mit Bios nach dem Film eigentlich passiert? Kaputt, keine Ahnung, kaputt. Nicht spoilern, aber keine Ahnung, weiß man nicht. Es wurde ja eigentlich nichts beendet mit diesem Film. Jurassic World Dominion, das große Finale, hat ja keinen Abschluss für irgendwas gehabt, gar nicht. Sondern wir haben jetzt da aufgehört, wo wir jetzt hier wieder anfangen, wo wir hier aufgehört haben, haben wir jetzt mit Jurassic World Dominion auch wieder angefangen. Nämlich Tiere in Gehege einzusperren, die wir selber geschaffen haben. Ja, Glückwunsch, gute Geschichte. Das ist jetzt gerade der Film. Also wenn ich Jurassic Park The Game zocken würde, würdest du das hier sehen. Aber ich kann den Film halt nicht mit euch parallel streamen. Deswegen haben wir da oben einen Timecode eingeblendet, hier. Und da kannst du gucken, wo wir jetzt gerade beim Film stehen. Und kannst dich dann dazu schalten und eben synchronisieren mit deiner DVD zu Hause. Und kannst dann auch mitgucken. Wenn ich euch zu viel laber während dem Film, ne, dann sagt das halt. Weil wir gerade sehr, sehr krass vom Film abschweifen und in andere Jurassic Park und World-Themen kommen, ja. Tim und Lex auch übrigens, finde ich, eine der wenigen Kinderdarsteller, die nicht genervt haben. Und das, obwohl Tim eigentlich nerven soll. Aber ich fand den nicht nervig. Ich fand den immer ganz chillig eigentlich. Das wäre auch so eine Sache, die man vielleicht hätte vorher mal abwägen sollen. Bevor ich einen Park mit Dinosauriern auf einer Insel baue, würde ich abchecken, ob ne, so Stürme und Unwetter, das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass man sowas vorher überprüft. Ja, er hat keine Kosten gescheut. Der gute John. Eigentlich war der Jurassic Park schlecht aufgebaut. Da hätten dann irgendwie 500 Leute kommen können. Was nimmt man groß ein? Ey, den hättest du ja noch ausbauen können. Du hast ja eine komplette Insel für dich. Wenn diese Testphase jetzt hier gut verläuft und die würden sagen, wir segnen den Park ab, da kannst du mir aber glauben, dass John Hammond innerhalb von 3 Wochen da die größten Hotelareale rausgebuckelt hätte, die du jemals gesehen hättest. Und trotzdem fühlt sich doch der Jurassic Park viel größer als Jurassic World an. Jurassic World fühlt sich einfach an wie der Ballermann im Jurassic-Universum. Und hier spürst du einfach die Größe von der Insel. Ich finde einfach, das ist ein Unterschied. Keine Ahnung. Erstmal Hi an alle, die gerade Hi geschrieben haben. Schön, dass ihr auch dabei seid. Nochmal für die, die gerade neu dazugekommen sind. Hier oben habt ihr einen Timecode. Wir schauen Jurassic Park 1. Und ihr könnt hier mit dazuschalten. Der Pandamann, huhu, von der Baustelle. Arbeitest du gerade und guckst nebenbei den Stream? Das ist aber jetzt hier keine Vorbildfunktion, lieber Pandamann. Du baust in Jurassic World Evolution keinen Park, nur im ersten Teil. Das stimmt ja gar nicht. In der Kampagne vielleicht nicht, aber du kannst doch einfach separat einen Park aufbauen bei Jurassic World Evolution 2. Habe ich auch schon gemacht. Das wär's ja, wenn du einen Parkaufbausimulator hättest, ohne einen Park aufbauen zu können. Das wäre wirklich krass. Gibt's keinen freien? Natürlich gibt's einen freien Baumodus, na klar. Was ist da eigentlich für abgefahrenes LED im Hintergrund beim Dennis? Seht ihr das? Dieses rote?
Warum ist Dennis eigentlich verschuldet? Erfährt man das im Buch, was da los ist? Weil Hammond eben gerade auch gemeint hat, ich werfe keinem seine Fehler vor, aber ich will, dass sie dafür gerade stehen. Hat er irgendwas verbockt im Jurassic Park? Hat er Schulden bei John Hammond selber oder was? Wäre mal sehr interessant zu wissen. Wann kommt Jurassic Park The Lost World? Nächste Woche dann. Wenn das hier denn gut ankommt, aber es scheint ganz gut zu laufen bis jetzt. Es ist, macht schon Spaß. Ich könnte mich mehr auf den Film konzentrieren vielleicht. Aber ihr auch. Seid selbst dran schuld. Bei Nedry hat er auch gespart. Weiß ich halt nicht. Nedry muss ja schon irgendwas auf dem Kasten haben, ne? Wenn er extra diesen Park sogar die Sicherheitsmaßnahmen ein- und ausschalten kann. Aber was verdienst du im Jurassic Park? Jetzt mal ohne Mist. Da ist ein Multimilliardär, der einen Park aufbaut, auf dem Dinosaurier leben. Du bist ein weltweites Phänomen, wenn der Park eröffnet wird, und ein Monopol in einer Sache, die eigentlich als Science Fiction gilt. Das heißt, Leute bezahlen, wie der Anwalt auch schon selber gesagt hat, die bezahlen jeden beschissenen Preis, um in diesen Park zu kommen. Du musst doch Nedry theoretisch mit einem einzigen Gehalt aus den Schulden rausholen können. Bushaltestelle, nicht Baustelle. Achso, okay, Bushaltestelle, nicht Baustelle. Das war mein Fehler, sorry. Warum ist die Scheibe oben rundlich? Ich sehe es gerade, und später flach, wenn er die runterdrückt. Die ist nur vorne rundlich, oder? Sind das nicht zwei Dächer? Ich sehe es doch gerade. Das ist vorne ein Dach, das ist rundlich, aber hinten ist das gerade. Die Ziege, ey. Vor allem füttern die einfach einen riesen T-Rex mit so einer Ziege. Dass der aggressiv wird, ist ja kein Wunder. Die Gehege im Jurassic Park waren aber auch viel größer als in World. Nur das T-Rex-Gehege muss man vergleichen. Das sieht man schon. Ey, ich habe diese Spiele ja, habe ich euch auch schon mal angekündigt, diese Simulatoren, wo man wirklich durch den kompletten Jurassic Park laufen kann. Das sind nur Fanspiele, ja. Die hat dieser Fan aber gebaut anhand von so bestimmten Skripten und Skizzen und sowas zum Film. Und es ist schon relativ authentisch. Und du siehst dann auch wirklich in dem Jurassic World Spiel, was es auch noch gibt von einem Fan, wie der Park aufgebaut war. Und ich fand, der Jurassic Park war einfach größer und geiler aufgebaut als Jurassic World. Jurassic Park war einfach so ein richtiges, so wir haben eine komplette Insel und die nutzen wir jetzt auch, um diesen Park aufzubauen. Und Jurassic World war, wir haben eine Insel, aber lass mal so einen Ballermann bauen mit Dinosauriern. Ja. Das ist eigentlich gerade so dunkel geworden. Spielt er nebenbei Schach oder was hat so aus? Wer hat Schach gespielt? Dennis Nedry oder was? Auch hier jetzt übrigens wieder gerade eine Anspielung auf die Chaos-Theorie, ne? Dass nichts vorhersehbar ist. Das, was sie auch versuchen, John Hammond zu erklären. Das ist halt sau clever, auch von Steven Spielberg oder eher von Michael Crichton beschrieben. Und da kommt Jurassic World einfach nicht ran. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Dieses, wir erschaffen eigentlich eine Situation, die eigentlich safe ist. Eine Spezies, die nur weiblich ist, die kann sich doch nicht fortpflanzen. Was soll denn da wirklich passieren? Und Ian Malcolm erklärt das die ganze Zeit so nebenbei, ja, Chaos-Theorie, du kannst nichts vorhersehen, nichts auf der Welt ist vorhersehbar. Du kannst auf der Welt nicht sicher sein, dass du alles kontrollieren kannst. Und es wird aber so nebenbei eingestreut. Es ist so geil geschrieben einfach.
Ich meine aber auch klar, Steven Spielberg und Michael Crichton in einem Filmprojekt, da kann ein Trevorrow einfach niemals mithalten. Das ist einfach so. Ja, die Schaumdose. Hätte ich mir letztens fast so eine Trinkflasche bestellt, die sah aus wie diese Schaumdose, da kannst du dann Kaffee reinmachen oder sowas. 60 Euro, da habe ich dann gesagt, nee, sorry. Plus Lieferung dann wahrscheinlich noch, dann knackst du an den 100 Euro irgendwie, ey, habe ich gesagt, nee, komm. Da kaufe ich mir lieber irgendwann mal, wenn das mit YouTube richtig gut läuft, kaufe ich mir so ein echtes T-Rex-Skelett und stopfe das einfach hier ins Wohnzimmer. Scheißegal. Freundin wird sich freuen. Und der Hund auch. Dass die Firma von Netri keine Gewinne abwirbt, meinst du? Aber die Firma von Netri ist doch die Firma von, ist doch John Hammond, ist doch Ingen, oder nicht? Oder arbeitet der da als Subunternehmer für Ingen? Der Typ hier übrigens ist wirklich Mr. Harding, ne? Der wird auch als Mr. Harding gelistet. Im Spiel heißt er Jerry. Bei Universal ist er aber nur als Mr. Harding gelistet. Das heißt, hier haben wir eigentlich den Vater von Sarah Harding. Und den Stiefvater, nee. Wie heißt denn das? Wie doof bin ich denn gerade? Von Ian Malcolm halt. Wenn der Vater der Freundin. Ihr wisst, was ich meine. Das ist seine eigene Firma, keine. Okay, gut, dann ist das halt so. Ich muss gerade mal ein paar Kommentare überspringen. Es tut mir echt leid, aber sonst komme ich nicht. Schwiegervater. Ey, bin ich doof. Das kannst du dir nicht ausdenken. Schwiegervater. Vielen Dank, SwayMax1. Danke. 2500 Euro netto monatlich. Nee, mehr. Hundertprozentig mehr. Da würde ich meinen Fuß ins Feuer legen. Je nachdem, was du halt machst. Aber als IT-Techniker, der Sicherheitssysteme da programmiert und kontrolliert, bekommst du mehr als 2,5 netto. Das sagt ja auch Hammond, als die Netri suchen. Rufen sie in Cambridge. Ah, stimmt. Ja, du hast recht. Stimmt. Ey, ich finde Jurassic World Evolution 2 viel geiler als Teil 1. Zumal ich auch die Option habe, wirklich nur Jurassic Park Bausachen zu nehmen. Ikonischer Spruch. Sekunde. Soll das eigentlich vom Triceratops die Haufen sein? Ich finde es übrigens auch nicht gut, dass im Jurassic Park keine Kackebeutel sind für Saurier, die gerade ausgeführt werden. Bei dem Hund mache ich immer fleißig meine Kacke weg. Also die vom Hund. Ich selber mache nicht ins Feld. Noch nicht. Aber das mache ich weg. Und da müsste eigentlich aber auch ein John Hammond Scheißebeutel für seine Mitarbeiter bereithalten. Tja, keine Kosten gescheut, ne? So viel dazu. Gibt es noch kein Lego Jurassic World 2 oder was? Ich dachte, das gibt's schon. Wie krass.
Aber ey, die haben auch nie ein Lego der Hobbit 3 gemacht. Das gab's einfach nie. Weil sie nicht abwarten können, bis so eine Saga fertig erzählt ist, diese Idioten. Aber eventuell kommt eines Tages noch Lego Jurassic World raus als Remake, wie sie es auch bei Star Wars gemacht haben. Und da ist dann alles mit dabei. Das könnte ich mir vorstellen. Würde ich mir direkt holen, würden wir direkt am Veröffentlichungstag livestreamen und sehr wahrscheinlich nicht durchzocken. Mein Datenvolumen ist fast futsch. Ey, dein Datenvolumen ist dann aber sehr schlecht, will ich dir nur mal ganz kurz sagen. Ich habe so viel Datenvolumen. Darf man das hier machen? Ich mache gerade keine. Der Hund ist weg. Okay. Ich will keine Werbung dafür machen, aber ich bin bei Smart Mobil. Ich habe so viel Datenvolumen für einen Furz von Geld, dass ich teilweise vergesse, das Datenvolumen oder mein Internet, mein WLAN wieder einzuschalten und darüber einfach Filme gucke und immer noch Datenvolumen habe. Das ist noch nie leer gegangen. Wenn wir zusammen mal die Doku, die du erwähnt hattest, schauen könnten, wäre das richtig geil. Die müsstest du auch, glaube ich, zeigen können. Die kann ich zeigen. Die ist auf YouTube. Ich muss gleich mal kurz abchecken, wo der Hund hingerannt ist. Was hältst du eigentlich von dem Tod des Anwalts in Jurassic Park? Ja, es ist schon ikonisch, ne? Ist schon ikonisch. Also ist Jerry Harding Mr. Harding der Schwiegervater von... Nein, nein, nein. So ist das nicht, so läuft das nicht. Jerry Harding ist der Vater von Sarah Harding und damit der Schwiegervater von Ian Malcolm. So. Aber das Spiel ist eben offiziell ja nicht Kanon. Man hat das irgendwie so dazu gedichtet halt. Aber er hier ist auf jeden Fall auch als Mr. Harding gelistet. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der erst im Nachhinein dazugeschoben wurde, dass das früher gar nicht so gedacht war, dass das einfach. Es sei denn, er war im Buch auch schon mit dabei, der Mr. Harding. Wo ist eigentlich mein Wasser? Da. Für jeden Dino ein Scheißbecken, zum Beispiel. bis 5.000, denke ich auch, ja. Plus eben noch, dass du die Unterkunft da bezahlt bekommst. Prepaid-Karten. Ach so, echt, du hast noch eine Prepaid-Karte. Ist ja krass. Ist ja krass, Mann. Ich sag immer, ich bin in den 90ern hängen geblieben, aber du verbildlichst das ja einfach gerade. Finde ich gut. Hockst du auch gerade so an der Bushaltestelle und ist so Center Shock dabei, während du mit deinem Nokia-Handy mit der Prepaid-Karte einfach so Snake spielst oder so? Das wäre saugeil. Das wäre super cool. Ja, Jurassic Park ist halt echt so ein Kindheitsding auch, ne? Ich habe das früher auch so oft geguckt gehabt. Ja, du gibst aber auch der Person, die verschuldet ist, gibst du die Kontrolle über die Sicherheitssysteme im Jurassic Park. Das ist natürlich eine saudumme Idee. Ich hab so Bock auf so ein Open World Jurassic Park Game, ey. Ich hätte da so Lust drauf. Mit Regeneffekten und Raytracing und dem ganzen Scheiß, das wäre so geil.
Und dann heißt es im Endeffekt nur irgendwie, überleben sie 5 Tage oder sowas. In Echtzeit. Bis sie von der Insel abgeholt und gerettet werden. Irgend so ein Kram, ey. Das Spiel beginnt mit so einem Countdown. Du hast 5 Minuten, ach Quatsch, 10 Minuten Zeit von mir aus. Und in 10 Minuten dann gehen die Zäune langsam aus. Und ab da ist dann so ein Random-System eingebaut. Das heißt, da kann passieren, immer unterschiedliche Sachen einfach passieren dann da. Da ist nichts geskriptet oder sowas. Da fallen einfach dann die Zäune aus und dann heißt es, überlebe jetzt 5 Tage auf dieser Insel. Im Jurassic Park. Wie geil wäre das denn bitte? Ja, ey, du, zu Jurassic Park kannst du es irgendwie noch dazu zählen, Kanon, das Spiel. Aber Jurassic World hat dann halt gedacht, nee, wir nehmen das mal komplett raus. Da gibt es nämlich sehr viele Sachen, die dann nicht mehr passen zum Spiel. Durch mein Jurassic Park Legacy Kit weiß ich, dass ein Ticket für den Jurassic Park, ach was, für 3 Tage $550 plus Hotel kostet. 550 Euro für 3 Tage und Hotel muss noch dazu gebucht werden, meinst du? Das heißt, du zahlst nur den Aufenthalt 550 Euro, du brauchst noch die Anreise dahin. Das heißt, du musst nach Costa Rica fliegen irgendwie, musst dann von Costa Rica aus mit dem Helikopter in den Jurassic Park, zahlst dann 550 Euro. Dollar, Entschuldigung. Und hast noch nicht mal eine Unterkunft. Das heißt, du kommst auf jeden Fall für 3 Tage so auf die 1000 Euro, wenn es hinkommt. Das geht. Ich habe mir das krasser vorgestellt. Laufe auf und ab und meine 10.000 Schritte davon zu bekommen. Nebenher zocke ich meistens Dokkan Battle. Du musst Jurassic World Alive zocken und Saurier einfangen. Das zocke ich inzwischen, wenn ich mit dem Hund draußen bin, einfach. Jurassic World Alive zocke ich nebenbei, ja, tatsächlich. Wenn ihr das auch spielt, können wir uns gerne mal connecten und ihr könnt Opfer meiner mächtigen Dinosaurier werden. Hey, ich bin jetzt auch da. Servus, schön, dass du mit dabei bist. Hier oben hast du den Timecode. Da, da. Kannst du gern dazu switchen. Ich laber schon seit einer Stunde fast ununterbrochen über Dinosaurier. Das kannst du dir nicht ausdenken. Nee, mit Hotel. Okay, mit Hotel 550. Aber trotzdem, der Flug muss noch bezahlt werden. Den Flug musst du eigentlich ja doppelt bezahlen dann wahrscheinlich, ne? Also zumindest zahlst du ja einmal den Weg nach Costa Rica und dann von Costa Rica aus nochmal mit dem Heli auf die Insel. Und dann noch die Sehenswürdigkeiten. Ich will nur sagen, als meine Freundin und ich hier waren, letztes Jahr waren wir im Winter in Finnland gewesen, in Sari Selkä. Ist am Arsch der Welt. Da habt ihr so Glashütten, also so Hütten aus Holz, aber das Wohnzimmer, Quatsch, das Schlafzimmer ist mit so einem Glas darüber deckt, damit man da nachts eben die Polarlichter, die Nordlichter sehen kann. Super geil auf jeden Fall, kann ich jedem empfehlen, wer sowas, auf sowas Interesse hat, so kalte Länder, so Schneewüsten, Schneelandschaften, am Arsch der Welt wirklich und halt Nordlichter sehen, obergeil gewesen. Und auch da haben wir am Ende fast 5000 Euro bezahlt für diesen Urlaub, weil einfach immer mehr dazugekommen ist. Das war quasi auch so ein Areal, so recht klein, wie der Jurassic World Park, kann man sich ungefähr vorstellen. So ein kleines Dorf am Arsch der Welt. Du hast so 3 Lokale da gehabt, 3 oder 4. Dann hast du ein Besucherzentrum gehabt, wo man immer frühstücken konnte. Da gab es unten einen Saunabereich und Wellness und alles drum und dran. Und da hast du halt mal am Abend für ein Bier 10 Euro bezahlt. Für ein Bier 10 Euro. Wir haben eine Schneemobiltour gemacht, wo du auf diesen Schneemobilen durch die Schneewüsten fährst. Da habe ich super geile Videoaufnahmen mit der GoPro auch von gemacht. Was haben wir dafür bezahlt, ey? 300 Euro oder sowas nochmal obendrauf. Ich hätte sehr gerne noch die Husky-Schlitten-Tour gemacht. Und da habe ich dann aber gesagt, ey, nee, das ist jetzt dann, das ist entweder oder. Und da habe ich dann doch ein bisschen mehr Bock auf das Schneemobil gehabt. Was ich übrigens sogar fast kaputt gemacht habe, weil ich damit auf die Fresse gefallen bin. Ja, mit dem Schneemobil. In der Eiswüste. Gibt's Videoaufnahmen von der GoPro aus. Ist sehr lustig. Zumal ich einfach auch schon bei dem Fahren mit dem Schneemobil gemerkt habe, ey,
das neigt sich immer so, so zur Seite irgendwie. Hat sich zumindest immer sehr, sehr wackelig angefühlt. Und da habe ich dann ganz kurz, also das Handzeichen war immer so. Und da ist dann quasi der Vordermann immer angehalten. Das war so unser Leiter. Wir waren nur zu zweit gewesen, also meine Freundin und ich. Und dann noch ein anderes Pärchen mit dabei. Und da habe ich halt dann so stehen bleiben ganz kurz. Und da habe ich ihn halt auch gefragt, hier, ist das normal, dass sich das Ding so zur Seite neigt? Und er meint noch zu mir eiskalt, ja, da kann nichts passieren. Pustekuchen. 5 Minuten später hat es mich dann umgelegt mit dem Teil. Na, die Saurier sollten schon so sein wie auch im Film. Also, ja, ich weiß, was du meinst, ey. Dass die so ein eigenes Ökosystem haben und vielleicht, ja, doch, ja, okay, gut, wie Tiere. Doch, sehe ich ein, das sind fleischfressende Tiere, dass sie sich wie Löwen verhalten oder sowas. Bin ich cool mit. Jetzt hier ein kleiner Funfact nochmal. Ich hau halt wirklich Funfacts Omas raus. Wenn die Scheibe gleich runterbricht, ne, dann beißt der Tyrannosaurus so ein Stück an der Seite ab von der Scheibe. Müsst ihr gleich mal drauf achten. Das sollte eigentlich nicht passieren. Und die Kinder haben dann so angefangen zu schreien, also die Schauspieler haben so angefangen zu schreien, dass das wirklich gleich nicht geschauspielert ist. Und das ist schon ziemlich krass, wenn man das weiß. Ich meine, das ist ein riesiger Roboterkopf von einem Dinosaurier, der das Glas darunter drückt und du merkst auf einmal irgendwann, ey, der macht Sachen, die er nicht machen soll. Achtung, müsst ihr jetzt mal drauf achten. Da. Das sollte nicht passieren. Das Dach sollte nicht zerbrechen. Und deswegen haben die da wirklich Panik bekommen. Wir müssen mal diese ganzen Making-ofs auch mal zusammenschauen. Die gibt es inzwischen auch auf YouTube. Da gibt es so geile Fun-Facts nebenbei. Das ist so cool. Da hat man übrigens eben gerade das Seil gesehen, mit dem sie das Auto umgedreht haben. Wenn man sowas weiß, kann man das nicht mehr übersehen. Das ist echt schade. Wo ich gerade bin, warte mal, ich check das mal ab, ob ich auch wirklich noch synchron bin. Ich bin jetzt bei 1,6, bei 1,660 bin ich jetzt. Also 1,7, ich Idiot, sorry, bei 1, ey, es ist heute wieder so ein krasser Tag, wo ich so viel Scheiße erzähle. 1,660, genau. Also ich bin jetzt bei 1,715. Jurassic World kostet sogar 750. Ja gut, das ist immer die Inflation, die da mit reinhaut. Er ist ja schon eine arme Sau, der Anwalt, ne? So, eigentlich ist er halt schon eine arme Sau. Er hat ja nichts gemacht im Endeffekt. Mein Lieblingsdino ist inzwischen irgendwie der Pyroraptor geworden. Auch wenn ich den in Jurassic World Dominion sehr schlecht fand, ich finde den vom Design her saugeil. Mit diesem Federkleid, ich finde das saucool. Kennst du Jurassic World Primal Ops? Ja, habe ich gespielt, 3 Stunden oder so, habe dazu jetzt auch ein Video gemacht, das kommt nächste Woche. Ja. Also, kleiner Spoiler, gibt Besseres, ne?
Finde ich Jurassic World Alive viel geiler. Warum hat Maserani nicht wie später Mentakorp Saurierkämpfe veranstaltet? Weil Maserani halt kein Wichser war, oder? Maserani war eigentlich, glaube ich, ein ganz cooler Kerl. So, der war halt ein bisschen dumm. Aber der war ja kein Arsch im Endeffekt. Der hat keine Saurierkämpfe gemacht. Ach so, ja, manchmal gehe ich auch erst auf Sachen ein, nachdem die schon passiert sind, weil ich da über was anderes gerade laber und nochmal jetzt über die Szene reden will, die gerade gekommen ist. Jetzt ist gerade die T-Rex-Szene vorbei, genau jetzt. Also ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin genau da, wo ihr es auch hier oben seht. Das ist exakt der Punkt, wo ich auch gerade bin. Ich bin so extrem so synchron war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Was ist denn das hier überhaupt? Meine Kopfhörer lösen sich auf. Ich habe keine Kosten gescheut. Der Zug ist jetzt aber eh abgefahren, meine ich, ne? Auch wenn sie den Strom wieder anschalten, die schlimmsten Saurier sind doch schon draußen. Zumindest der Dilophosaurus ist schon frei, glaube ich. Ja, der ist schon frei. Der T-Rex ist frei. Aber wisst ihr eigentlich, wie clever der Jurassic Park aufgebaut gewesen ist? Weil sogar wenn die Saurier aus den Gehegen ausbrechen, sind die immer noch in so einem abgesperrten Areal drin. Weil auch mit den Autos fährt man ja durch diese Tore durch. Und das ist nochmal alles abgesperrt. Das kann man saugut in diesem einen Simulator sehen. In dem einen Spiel. Jurassic Dream heißt das genau. Was ist dein Lieblingscharakter aus dem Jurassic-Franchise? Robert Muldoon, würde ich sagen. Moin, moin und Servus. Kann man schon guten Abend sagen? Nee, nee. Schönen guten Nachmittag, passt noch, ne? Ich schaue das erste Mal in deinem Stream vorbei. Okay, das freut mich. Hi, hoffentlich gefällt's dir. Ist heute mal was anderes. Normalerweise zocken wir auch mal ein paar Games oder so. Heute gucken wir allerdings Jurassic Park 1. Wieso denkt Ian, dass er in einer Strohhütte sicher ist? Ian ist gar nicht in die Strohhütte reingerannt. Ian ist, Ian wurde verletzt, weil er weggerannt ist und wurde dann vom Rex in diese Strohdings reingeschleudert, während der Rex das Teil kaputt gemacht hat. Mein Lieblingsdino ist der Pterizinosaurus. Echt? Okay, krass. Aber den mögen echt viele, ne? Das ist wohl so ein Ark-Ding. Wer Ark spielt, mag das Tier irgendwie. Abu ist da. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das freut mich doch. Du bist schon mitten in der Dilophosaurus-Szene. Nee, bist du aber auch laut Timecode genau bei diesem... an dieser Stelle hier. Ich check das gerade nochmal ab. Aber ich bin genau synchron. Ich bin exakt synchron zu dem, was ihr hier oben seht. Ich schaue das aber auch auf Blu-ray, das Teil. Ne? Das heißt, wenn ihr es auf 4K guckt oder auf DVD, kann es sein, dass da... Aber ich glaube das nicht, dass dann der Film schneller abläuft. Kann ich mir nicht vorstellen.
ist einfach eine der ikonischsten Todesszenen. Wenn man sich überlegt, was für einen beschissenen Abklatsch Jurassic World Dominion davon gemacht hat, das war wirklich schlecht. Vor allem ist die Tür auch einfach zu. Hinterm Dilophosaurus. Der hat die Tür noch zugemacht. Gute Kerl, gute Kerl. Ich muss mal kurz nach dem Hund gucken. Lasst euch davon nicht abhalten. Bin gleich wieder da. Ja, ein Bild für die Götter gewesen, ey. Der Hund hockt einfach in der Badewanne. Ich muss den mal ganz kurz herholen. Der ist gerade irgendwie hüppelig. So. Glaubst du, glaubt ihr, dass man heute noch Filme wie Jurassic Park mit dem Erinnerungspotenzial und Ikonen machen werden können? Ich finde zum Beispiel, dass der neue Top Gun, ziemlich geiler Film, ja, so einer der wenigen ist. Vor allem wegen dem Song von Lady Gaga. Auf jeden Fall kannst du noch so Filme machen. Das Ding ist einfach, dass Hollywood ist so zu so einem Quantitätsding verkommen. Es geht nicht mehr darum, irgendwas Denkwürdiges zu machen, es geht darum, viel zu machen. Guck dir halt mal Marvel an. Marvel ist dann irgendwann ein Film, der einfach raussticht, wie jetzt hier Captain America The Winter Soldier. Der sticht heraus, weil er immer was anderes ist. Von 25 Filmen, die einfach alle gleich sind. Jurassic World ähnlich. Jurassic World fühlt sich an wie Marvel und Fast and Furious. Es geht, ja. Es gibt noch Filme, die uns das auch zeigen. The Batman zum Beispiel. Ich fand die Nolan-Filme besser. Aber auch The Batman hat gezeigt, man kann auch mal wirklich wieder was von Qualität machen. Das gibt's noch. Das ist nicht ausgestorben, sagen wir es mal so. Man könnte die Saurier wieder einfangen. Das ist richtig. Das stimmt, da hast du recht. DVD geholt, aber die geht nicht. Von was? Von Jurassic Park oder was? Dann kannst du die aber auf jeden Fall zurückgeben. In der Regel auch bei eBay. Sogar wenn du bei eBay Sachen kaufst, hast du so einen Verkäuferschutz öfter mal angegeben. Und da kannst du die Sachen zurückgeben, wenn sie nicht funktionieren sollten. Der Spinosaurus ist mein Lieblingsdino, kann ich komplett nachvollziehen. Ian Malcolm ist übrigens an der Stelle aus dem Buch raus, ne? Ach fuck, war das jetzt ein Spoiler gewesen? Tut mir jetzt voll leid.
Was? Das hätte ich nicht sagen sollen. Das tut mir leid. Ich fand es nur interessant, das mal zu erwähnen. Dass man eben nicht weiß, was mit ihm passiert. Ab der Stelle hier. Der Allosaurus war früher auch mal mein Lieblingsdinosaurier gewesen, wegen der Dokumentation im Reich der Giganten. Da gab es irgendwann mal eine Doku-Reihe. Inzwischen gibt es, glaube ich, mehrere, die genauso heißen, im Reich der Giganten. Mit einem Allosaurus, der hieß, glaube ich, Al, haben die den auch genannt. Und Herr der Ringe oder Avatar haben Potenzial, aber Herr der Ringe sieht auch wieder sehr, sehr generisch aus, finde ich. Du hast einfach, wenn du schon anfängst, keinen Bock zu haben, echte Sets zu bauen, dann gibt es einen Grund dafür und der ist meistens die Zeit. Und die Zeit ist meistens, wir müssen viel raushauen und so schnell wie möglich. Ey, vielleicht wird die Serie auch ziemlich geil von Herr der Ringe. Ich wäre da echt froh drum. Avatar, gebe ich dir komplett recht. Avatar sieht sehr geil aus. Da sieht es auch wirklich nach Arbeit aus. Ich meine, der hat jetzt wie lange dafür gebraucht? Wann kam denn Avatar 1 raus? 2012? Jetzt haben wir 2022. Aber sowas macht keiner mehr heutzutage, sich so lange Zeit für einen Film lassen. Wenn du dir 3 oder 4 Jahre lang Zeit für eine Fortsetzung nimmst, das ist schon ein Wunder dann. Das ist schon kein Standard. Nolan ist für mich auch einer der geilsten Regisseure, weil der auch noch sehr auf praktische Effekte setzt. Er hat ja bei Inception einfach in der Szene, wo sich dieser Raum dreht, hat er einfach einen echten Gang gebaut, einen echten Hotelgang gebaut und den wirklich gedreht, sodass die Schauspieler wirklich dann rumgeflogen sind, mussten improvisieren. Dilophosaurus und Scorpius Rex, echt, das ist ja mal ganz kontrovers jetzt hier. Dilophosaurus, okay. Scorpius Rex, habe ich noch nie gehört, dass das ein Lieblingsdino von jemandem ist. Krass. Hammond hätte definitiv noch Wassersaurier gezüchtet, bin ich mir ganz sicher. Und auch Flugsaurier. Du bist kurz vor dem Timecode. Das hat wohl was damit zu tun. Auf was für einem Medium wir das jetzt hier schauen. Wenn du es auf Blu-ray schaust oder auf 4K oder auf DVD oder auf VHS, das sind wohl andere Frames und anscheinend wäre das dann ein paar Millisekunden schneller, wenn du es auf 4K guckst, meine ich. Aber das sollte nicht so gravierend sein, dass man da auf ganz andere Szenen kommt als ich. Nee, der ist auf gar keinen Fall verhungert, der Dilophosaurus. Der hat da genug Essen erstmal für die nächsten Tage. Ja, der Giga sollte der größte sein, aber der Spinosaurus ist größer. Mir haben auch welche in die Kommentare reingeschrieben, ja, du musst ja das Gewicht mit einberechnen und so. Nee, wenn ich von der Größe spreche, rede ich einfach nur von der faktischen Größe, von der objektiven Größe, wie du etwas siehst, nicht wie viel das Vieh noch wiegt. Das ist ja Quatsch. Dann müsstest du einfach sagen, das Nilpferd ist wahrscheinlich größer als eine Giraffe. Das stimmt ja nicht. Das ist ja einfach nicht richtig. Also, ja, wenn ich von der Größe spreche, meine ich einfach wirklich, wie groß das Tier ist. Da ist der Spinosaurus definitiv größer als der Giganotosaurus. Ja, Chris Mix, da gebe ich dir recht. Das hätte ich nämlich auch sehr gerne gesehen. Und ich wünsche mir immer noch, dass wir so neue Filmchen bekommen oder so kleine Serien,
wir uns zeigen, wie parallel Geschichten in den Parks ablaufen. Vielleicht einfach mal von ganz normalen Gästen, die da hinkommen mit ihren Kindern, Mutter, Vater und Kinder, einen Schulausflug machen, irgendwas. Und am nächsten Tag wachen die auf und merken, Moment, hier sind alle Zäune, blinken rot und irgendwie dieses typische Zombie-Szenario. Nur eben in der Welt von Jurassic World und Jurassic Park würde ich sehr gern mal sehen. Das würde mich sehr freuen. Die Koffer habe ich auch noch, die da oben stehen. Ich weiß gar nicht, wo es die früher mal gegeben hat. Oder ich habe die sogar aus Amerika damals. Auf jeden Fall habe ich einen gelben, einen rot. Ja, wie schön das da einfach aussieht. Man kann sich doch wirklich geil vorstellen, genau da Urlaub zu machen, oder nicht? Jeden Abend da zu sitzen und jeden Morgen da zu frühstücken und abends dann da was zu essen. So ein Buffet und alles drum und dran. Du hast halt im Jurassic Park noch das Gefühl, ja, das gibt's so wirklich. Und in Jurassic World habe ich das Gefühl nicht bekommen. Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum er nochmal zurückguckt. Das ist eigentlich saudumm. Zumal neben ihm noch die Scheibe ist. Er hätte durch die Scheibe durchgucken können. Und wenn du halt merkst, dass so ein Vieh sowieso so giftartige Substanz spucken kann, würde das schon Sinn machen, nicht zurückzugucken. Er hat aber eben auch einfach Panik gehabt, ne? Da machen Leute Dinge. Aber er hat ja auch damals so einen Tierpark gehabt, ne? Das Animal Kingdom hieß es. Das hat John Hammond mit Robert Muldoon zusammengeleitet, bevor der Jurassic Park aufgebaut wurde. Das war ja auch keine Illusion. Das war doch eigentlich, waren das doch echte Geschöpfe. Nur halt keine Saurier. Die Gesamtlänge vom Film. Oh, das sehe ich jetzt hier nicht. Ich sehe nur, wie der Countdown jetzt rückwärts läuft. Warte mal. Was hast du geschrieben? 121 Minuten, ja doch. Ja. Kommt hin. Aber bist du jetzt der Einzige, der da unsynchron ist, oder habt ihr alle das Problem? Ich bin jetzt gerade beim Gespräch. John Hammond spricht mit Ellie. Ja, Blu-ray 26, aber das mag doch was mit dem Abspann zu tun haben, oder? Weil da noch ein paar Leute an den hinzugefügt wurden, eben für die Umkonvertierung in Blu-ray und so ein Kram. Da wurde ja noch ein bisschen was dran gefixt, meine ich zumindest. Du bist synchron. Ja. Ach, das ist einfach noch so Filmmagie, ey. Jurassic Park ist wirklich noch Steven Spielberg Filmmagie.
animatronische Figuren, so ein paar Tricks mit eingebaut, dass das alles speziell wirkt. Ich finde das so faszinierend, wenn Filme noch so gemacht werden, ey. Das ist so geil. Es ist so viel besser, als alles nur in CGI klumpert zu knallen. Ja, heutzutage wird Jurassic Park auf jeden Fall ab 16 oder ab 17, ach, 17 sage ich schon, ab 16 rauskommen, denke ich mal. Obwohl, es gibt auch schon wirklich härtere Filme, die auch ab 12 sind, ne? Also ich glaube, das ist... Ein Film ist doch erst ab 16, wenn er auch wirklich... Ja, so splatterig ist, wenn er gerade anfängt, so an Splatter anzudocken, das macht er hier ja gar nicht. Du siehst ja auch keinen Tod wirklich, du siehst ja dann nur einmal den Arm von Samuel L. Jackson, aber ansonsten siehst du ja gar nicht mal so viel. Außer der Anwalt, der könnte noch verstörend gewesen sein für Kinder, das kann sein. Bei Vegetariosaurus, ich bin jetzt, jetzt entdecken die gleich die Eier. Die stapfen jetzt gerade hier über die Bäume. Jetzt bleibt Grant da sitzen und findet diese Eier von Raptoren wahrscheinlich oder so im Krams. Weiß man nicht. Alien kenne ich doch. Als wenn ich Alien nicht gesehen hätte, ich bitte dich. Ich habe sogar die Box hier, aber nur mit den ersten vier Teilen. Danach kam eigentlich nur noch Schmutz raus von Alien. Aber Alien 1 bis 4 finde ich alle vier geil. Eine Quadrologie heißt das, glaube ich, ne? Also ihr wollt mir jetzt erzählen, dass Alan Grant, er checkt es, worum es da gerade geht, und die führenden Wissenschaftler aus Jurassic Park kamen aber nicht drauf, dass das passieren könnte. Ich glaube, Hammond hat doch öfter an Geld gespart, als wir uns das denken. Ich glaube, der hat sehr viele Studenten abgeworben. Für meine Schwester war die Kuh verstörend. Es ist voll oft so, ey. Für Frauen ist total oft, so Tiere sind ganz verstörend. So, wenn Menschen sterben, egal. Wenn es aber Tiere betrifft, da ist dann Feierabend. Ian Malcolms sexy Pornoshot. Was sie sich dabei gedacht haben, ey. Ey, ich meine, dass Jurassic Park 3, dass der ab 16 mal war. Das habe ich schon mal irgendwann gesagt und ich war mir so sicher. Aber auf Blu-ray ist er auf jeden Fall ab 12. Aber ich meine auch, der wäre mal, du meinst ab 18, glaube ich jetzt aber nicht. Aber ich meine, ab 16 war der wirklich mal gewesen am Anfang. Ist aber vielleicht auch nur so ein Mandela-Effekt. Kennt ihr den Mandela-Effekt? Ja, das Cover geht, aber ich habe die halt noch auf DVD, die Alien-Quadrologie. Und da ist das so eine grüne Box mit einem grün leuchtenden Ei drauf. Sieht auch ganz cool aus eigentlich. Was hast du für eine Box? Wie sieht denn deine aus?
Ja, aber er kommt leider nie wieder zurück. Mr. Arnold ist jetzt gleich weg vom Fenster. Der wird nämlich geknabbert. In Jurassic Park 2 sagt Ian etwas von drei Toten, weil niemand weiß, was... Ja, richtig, das stimmt. Das stimmt. In Teil 2 wird ein Mensch zerrissen. Ja, das ist auch richtig. Ja, gute alte Eddie. Was werden jetzt hier für Links reingeschickt, Leute? Ach so, okay. Ich schau mir das mal an. Das sieht krass aus, das stimmt. Das ist hier noch saugeil zu sehen, finde ich. Und das haben die später bei Jurassic World nicht mehr. Korrigiert mich, wenn das nicht stimmt. Aber diese Bewegungsunschärfe, die macht doch sau viel her, was Realismus angeht. In Jurassic World hast du doch sowas gar nicht mehr. Wenn Blue rennt, ist Blue immer komplett scharf beim Rennen. Und das CGI hier ist natürlich schlechter als in Jurassic World, aber es sieht zum Teil besser aus, weil du hier noch Bewegungsunschärfe mit drin hast. Finde das ziemlich cool. Ich habe eine Filmbox mit Jurassic Park 1 bis 3. Und habe gerade Jurassic Park 3 mit meiner kleinen, mit einer anderen DVD verglichen. Du meinst, dass die Blu-ray-Variante langsamer als die DVD verläuft, kann ich mir aber irgendwie auch nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, warum das so sein sollte. Hi, Official Dominic. Schönen guten Nachmittag bei der Knallenhitze. Willkommen bei Jurassic Park. Boah, wenn Jim Carrey ihren Malcolm gespielt hätte, wäre das so scheiße geworden. Ich mag Jim Carrey als Person, aber ich hasse seine Charakter, die er spielt. Ich finde, der ist in allen Rollen anstrengend, die er in allen Rollen. Sogar wenn es passt, finde ich den sau anstrengend, den Mann. Ist immer so ein Zwiespalt, weil ich mag den von der, von, keine Ahnung, ich mag den halt schon, weil der ist ja schon sehr, sehr ehrlich und eigentlich, glaube ich, sau der nette Kerl. Aber dem seine Rollen sind so nervig einfach. Schaue gerade den fünften Teil vom Jurassic Park Game. Du schaust den fünften Teil von meinem Jurassic Park Let's Play, während du hier beim Stream mit zuschaust, wie ich Jurassic Park schaue. Krass. Das ist krass. Ja. Ey du, es kann sein, dass die DVD eine andere Länge hat als die Blu-ray, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Wenn ich hier sowas mache, ist es immer die Blu-ray-Länge einfach. Was ist eigentlich das Thema heute? Das Thema heute ist Jurassic Park 1. Wir gucken gerade Jurassic Park 1 parallel. Hier oben hast du den Timecode, wenn du mitgucken willst. Schmeiß die Blu-ray rein, nicht die DVD, die ist wohl nicht so lang wie der Film hier. Und dann kannst du dich hier einloggen mit diesem Timecode und kannst dahin zappen und kannst mitgucken. Ansonsten quatschen wir einfach über Dinos. Ja, ich muss das Buch auch mal weiterlesen und mal wieder die Buchbesprechung machen, ich weiß.
Er hätte ihn einfach längst abknallen sollen, den Raptor. Hätte er den Raptor jetzt abgeknallt, was soll denn da passieren? Bin gerade leider unterwegs. Ach so. Aber über Dinos kann ich immer... Was? Dazu senfen? Dazu senfen ist ja auch ein geiles Wort. Senf mal was dazu. Die Bücher sind echt saugeil von Jurassic Park. Richtig gut. So. Hallo, das gehört eigentlich nicht hierher, aber ich, erstmal Hi Legolas 1978. Bin durch Zufall auf dich gestoßen und finde deine Jurassic Park Videos auf YouTube super. Das freut mich, vielen Dank. Und ich wollte auf zwei Dinge eingehen, die du dort gesagt hast, bezüglich deiner Wette mit dem Dino-Kostüm. Ja, das kommt noch. Das Kostüm, das kommt noch. Aber halt nicht bei 40 Grad oder hier gefühlt 80 Grad. Das machen wir dann, wenn es ein bisschen kühler wird. Das mache ich dann wirklich, versprochen. War das kein Spinosaurus, dessen Rückenflosse man im Wasser gesehen hat, als Ellie, Maisie und Alan durch diese Höhle gehen? Nein, das waren die Metrodon. Das siehst du auch dann später, wie sie aus dem Wasser rauskommen oder wie sie eben aus dem Wasser sitzen außerhalb des Wassers. Und die haben halt auch so ein Segel. Aber sind Kriechtiere, also die kriechen mehr. Was findest du die beste Szene aus dem Jurassic Park Game? Ich fand den, die Achterbahn fand ich ziemlich geil. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, vielen Dank der Nachfrage. Wie geht's dir? Ich glaube, ich hole mir eine 1 bis 6 Blu-ray Box, sobald die draußen sind. Er ist, ja. Ja. Das stimmt, mit den Raptoren, das ist richtig, aber lustigerweise hat der Film, hat das Buch Jurassic Park, hat wirklich Velociraptoren darstellen wollen. Nur waren die für Michael Crichton einfach zu klein gewesen, deswegen hat er sie einfach größer geschummelt. Und lustigerweise wurde, glaube ich, ein Jahr später dann diese andere Raptorenart entdeckt, die genauso aussieht, aber einfach wesentlich größer ist. Also war Jurassic Park hier schon futuristisch und es ist wirklich eingetroffen. Es ist kein Velociraptor, aber es ist, ja, es gibt wirklich Raptoren, die so groß sind. Dakota-Raptoren, du schreibst ja sogar. Okay. Die Hörbücher sind auch klasse, das ist richtig. Bei dem Brachiosaurus von Jurassic World, Camp Cretaceous, da war eine. Ja, kann sein, dass da einer mit dabei war im Keller unten. Aber ich glaube, der so groß war, keine Ahnung. Ich meine, es war in einem Keller. Das ist alles, ach, das ist alles so eine seltsame Trilogie geworden. Ja, Jurassic World ist so eine seltsame Trilogie und es hätte so geil werden können. Ich habe sogar gehört, dass es drei Bücher von Jurassic Park gibt. Nein, es gibt zwei offizielle Bücher, die offiziell sind. Es gibt noch ein paar Side-Bücher, die sind aber meistens dann von Fans geschrieben. Ein drittes Buch sollte geschrieben werden, aber Crichton hat es dann doch gelassen, weil die Idee, die er dazu hatte, die war zu weit ausgeholt. Da habe ich auch ein YouTube-Video dazu gemacht, das kannst du dir gerne mal anschauen. Wenn du es noch findest, einfach mal eingeben, Unknown Kaijuas Jurassic Park 3, da kommen diese ganzen Jurassic Park 3 Dinge. Da habe ich auch mal über das dritte Buch gesprochen, das eigentlich hätte kommen sollen, was aber eben nie kam. Ja, aber die Comics sind auch nicht ganz Kanon. Also die Comics, die weichen auch zum Teil ganz krass ab von der Hauptgeschichte.
Da ist doch Mr. Arnolds Arm. Das ist so eine richtig schlechte Puppe einfach. Ich liebe ja animatronische oder physische Sachen. Aber der Arm sah schon kacke aus. Einfach nur für so einen Shot, wo du die Scheißbeine vom Raptor siehst, haben die eine echte animatronische Unterpuppe gebaut, wo ein Typ drin hockt, der diese Puppe lenkt. Nur um den Fuß vom Raptor zu zeigen. Müsst ihr euch mal reinziehen. Heutzutage machst du sowas nicht mehr. Ey, Jurassic World fängt mit einem scheiß CGI-Vogel an. Jetzt kommt schon wieder in mir hoch langsam. Wenn ich aber das hier sehe, das ist so geil einfach. Jurassic Park ist einfach so viel besser als Jurassic World. Allein von der Machart her. Es tut mir wirklich leid. Ja, stimmt. Der Arm, der kam irgendwie von oben runter, ne? Keine Ahnung. Den haben die Raptoren da hochgeworfen beim wilden Fressen vom lieben Arnold. Mr. Arnold. Und jetzt hier auch. Er hat sich einfach viel zu lange Zeit gelassen. Er hätte genau jetzt schon schießen müssen. Er hätte sich erst umdrehen, dann schießen müssen. Aber da hat er einfach no chance. Vor allem, weil die auch so einen langen Kopf haben, ne? Ich bin nicht in der Küchenszene, ne? Ich bin jetzt da, wo Tim wiederbelebt wird. Ich hab doch hier oben den Timecode. Das ist wirklich der Timecode, bei dem ich bin. Ich bin noch lange nicht in der Küchenszene. Die kommt jetzt ja erst irgendwann. Gleich dann. Ich bin jetzt da, wo Alan, Lex und Tim diesen Speiseraum betreten. Ja, Chris Mix, du musst dir halt überlegen, wenn so ein Riesenkopf neben dir auftaucht, da bist du, glaube ich, erstmal geschockt. Und aus Schock kannst du langsamer reagieren. Das hätte ihm aber auch nicht geholfen, weil der Raptor hat ja jetzt schon gewartet, bis er sich nur zur Seite bewegt hat. Und dann ist er auf ihn losgesprungen. Hätte er sich früher bewegt, wäre er einfach früher losgesprungen. Das hätte ihm auch nicht mehr geholfen. Ach so, du, ja stimmt, du bist unterwegs. Sorry. Nee, ich bin nicht bei der Küchenszene. Ich bin jetzt gerade bei der Szene, wo Alan Ellie findet. Jims Reaktion, wer ist denn jetzt Jim? Ich finde Jurassic Park besser als World und ich bekriege mich nicht mit meinem Bruder, weil er Ian besser findet als Alan. Und ich finde Alan besser als Ian. Ja, ich finde die beide eigentlich ziemlich lustig. Ja gut, ich meine, ey, Jurassic World baut aber auch schon sehr krass auf Nostalgie und auf Zitaten von Jurassic Park auf. Wenn du das schon hast, dann ist eigentlich schon vollkommen klar, dass sich die Teile bewusst sind. Wir müssen uns orientieren an den Originalteilen und müssen Nostalgie der Fans abholen, sonst klappt das alles nicht. Und das ist halt sehr schade. Da hätte man einfach mal Eier zeigen müssen. Tim, ja, Tim, ja. Die Autokorrektur, das kenne ich, ey.
Was, wenn man Alan Grants Gürtel betrachtet, hängt da ein kleines Täschchen. Ich frage mich, was da drin ist. Wahrscheinlich kleine Leckerlis für die Velociraptoren. Jetzt haben wir hier zwei CGI-Raptoren, ganz kurz. Ja, die bewegen sich jetzt. Das CGI hier bewegt sich schon gerade ein bisschen komisch. Aber wenn das wieder echte Puppen sind, ist das wieder unfassbar geil. Das ist jetzt wieder eine Puppe zum Beispiel. Auch ikonisch einfach, diese Kralle. Und es sieht so geil aus und du kannst, also es ist doch schon krass, Mann. Jetzt überlegt euch mal, wie viele Szenen wir in Jurassic World Dominion bekommen haben, die aufregend sein sollten. Welche davon bleiben in Erinnerung? Jetzt habt ihr hier eine Szene, wo es nur darum geht, dass zwei Kinder aus einer Küche rauskommen. Und das ist so geil inszeniert. Ja, na klar hätte der Raptor die Kinder schon längst sehen oder eben auch riechen müssen. Aber du willst ja auch ein bisschen was Filmisches haben, das verstehe ich dann doch. Das ist halt Spielberg, der inszeniert halt Szenen einfach sehr geil, da darfst du aber nicht alles hinterfragen. Oh, das war aber auch sauknapp, ne? Und habt ihr eben gesehen, wie clever das war? Die haben erst CGI benutzt, wie als der Raptor in die Tür gerannt ist. Kaum war die Tür an dem Raptor seinem Kopf dran, hat mal kurz zu Lex geschnitten und wieder zurückgeschnitten. Auf einmal war es eine animatronische Figur gewesen. Das auch natürlich. Es ist einfach so clever. Komm, ey, das ist einfach noch. Da hat man sich noch Gedanken über sowas gemacht. Wie kann man eine Szene geil gestalten? Mich graut's jetzt schon davor, wenn wir zu Jurassic World kommen. Ich werde das. Wie gesagt, ich mag die Filme trotzdem irgendwo, aber es ist einfach kein Vergleich zum Original. Bei weitem nicht. Auch hier. Warum ist der Raptor nicht früher in die Tür reingegangen? Warum glotzt er erst ins Fenster? Weil es einfach passt gerade. Es ist einfach inszenatorisch. Ein Steven Spielberg Meisterwerk ist das einfach. Und er weiß auch, wann man sich so einen Scheiß erlauben kann. Ich fand das Beispiel auch so lächerlich wie Owen Blue in Fallen Kingdom dieses Leckerli gegen die Schnauze wirft. Ja, weil man wieder einen Lacher da generieren wollte. Es muss wieder lustig sein. Weil Kinderfilm, Familienfilm, wie der Eve immer sagt. Das ist einfach so. Hier sind Lacher noch organisch mit eingebaut. So mit Lex und Tim. Wie Lex angerotzt wird von dem Brachiosaurus. Das passt in die Szene rein. In Jurassic World ist das halt einfach, jetzt machen wir ganz kurz mal Pause für einen Gag. Aber ich meine, Steven Spielberg kannst du auch nicht vergleichen mit einem Colin Trevorrow, das geht nicht. Weil Spielberg ist einfach ein Meister in der Filmmache. Der Raptor tut mir eigentlich leid. Jetzt muss er im Gefrierraum erfrieren. Stimmt eigentlich, ne? Aber der kommt doch da wieder raus aus irgendeinem Grund, oder nicht?
Der ist doch später noch oder gleich in dem Kampf mit dem T-Rex auch wieder mit dabei. Meine ich. Nee, ich werde da mal ein Ranking darüber machen, aber ich kann es jetzt schon mal verraten. Ich finde Jurassic World Dominion ist für mich der schlechteste Teil der gesamten Reihe. Ich finde sogar inzwischen Fallen Kingdom ab der zweiten Hälfte wenigstens. Ich finde den Vulkanausbruch finde ich immer noch saublöd. Hätte ich nicht gebraucht. Aber die zweite Hälfte mit dem Indoraptor, da hat man auch wieder angefangen mit animatronischen Effekten zu spielen. Man hat mit Schatten gespielt, mit Kameraperspektiven. Geil. In Jurassic World Dominion geht es nur darum, Saurier abzufrühstücken. Wir müssen die Dilophosaurus einbringen, check, den einbringen, check, 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 check. Ab und zu noch mal ein bisschen Nostalgie aufbringen, damit auch alle wissen, wisst ihr noch, Jurassic Park war schon cool. Und dann witzig sein, immer Witze mit reinhauen. Ich fand Dominion, ich freue mich tierisch auf den neuen Extended Cut, der anscheinend mit der Kinoversion gleichzeitig veröffentlicht wird. Also der wird wohl mit in der Blu-ray-Hülle mit dabei sein, Extended Cut. Aber das wird dadurch kein anderer Film werden. Ich glaub's nicht. Ich bezweifle es sehr stark sogar. Nein, der erfriert aber sowohl im Buch als auch im Film. Nein, im Film kommt er doch gleich wieder raus. Wir haben jetzt noch drei Velociraptoren. Und gleich siehst du drei Velociraptoren. Das heißt, er muss da irgendwie rausgekommen sein. Der im Kühlraum bleibt eingesperrt. Echt? Kommen da jetzt nur noch zwei Stück oder was? Weiß ich gar nicht mehr. Ich dachte, da kommen jetzt nochmal drei an. Er und zwei am Boden unten, dachte ich. Oder nicht? Nein, es wird ein echt. Okay, krass. Krass. Wusste ich gar nicht mehr. Der Raptor hängt da einfach auch dran. Ey, Tim hat's aber auch nicht leicht, ne? Jetzt mal. Können wir uns darauf einigen, dass Tim einfach am meisten geteebeutelt wird von allen Figuren in dem ganzen Film? Achtung! Da, schon wieder. Vorhin fällt das Auto auf ihm drauf, jetzt einfach mal das Skelett. Lex hat den Riegel rein, ja, okay, okay. Ne, ich dachte wirklich, jetzt kommen nochmal drei Stück. Ich habe in Erinnerung gehabt, dass jetzt hier unten zwei Stück stehen und oben wäre noch eine. Aber ihr habt recht. Verzeiht mir. Das war ein Fauxpas meinerseits. Auch hier. Spielberg-Inszenierung. Wer jetzt wieder ankommt mit, wo kommt denn das Loch da hinten her? Das war vorher noch nicht da. Ey, Schnauze. Das ist inszenatorisch einfach geil. Ja, krass, dass der eine Raptor erfriert. Das wurmt mich jetzt aber auch gerade voll. Das arme Vieh, ey. Ich meine, er kann ja auch nichts dafür, dass er alle töten will. Sklasch. Es ist einfach so ein unfassbar geiler Film, ey. So krass. Ich würde gerne nochmal so eine Aufbearbeitung sehen, wo sie das CGI nochmal neu machen. Das würde ich so gerne haben. Das haben sie bei Star Wars auch schon gemacht. Da haben sie auch CGI aufgebessert, weil das am Anfang ziemlich scheiße ausgesehen hat. Bei Episode 1 war das, glaube ich, gewesen. Würde ich mir echt mal wünschen. Der, wo am Baum gechillt hat mit der Schlange, ja. Einer kam von draußen rein. Stimmt, ja, der kam ja in diesen, in den Speisesaal rein, oder nicht? Bis auf zwei, das heißt drei Stück insgesamt. Ja, ihr habt recht. Ihr habt recht, alles gut, alles gut. Jetzt hier auch nochmal ganz kurz als Beispiel. Diese Szene hier bekommen wir auch nochmal genauso in Jurassic World Dominion.
Nur mit dem Unterschied, dass sie in Jurassic World Dominion ja so viele Figuren reinpressen mussten, dass in diesem Hubschrauber einfach so ungefühlt 20 Leute so ganz eng aneinander wie in der Bahn sitzen. Und ey, es ist einfach wirklich, es ist eine Parodie auf Jurassic Park. Wir kommen noch dahin. Wir gucken auch dann Jurassic World Dominion zusammen. Bis wir nämlich so weit sind, ist der Film auf jeden Fall schon draußen. Und dann schauen wir auch zusammen die Blu-ray von der Extended Edition. Wisst ihr, was die bei Jurassic Park auch noch sehr oft gemacht haben? Die haben einfach Szenen mitgenommen, die sie gefilmt haben. Sowas wie das. Das sind keine CGI-Vögel. Der Sturm am Anfang, wo Dennis Nedry abhaut, da ist ja so ein Sturm dann noch zum Teil, der so von außerhalb gezeigt wird. Der Sturm war wirklich während den Dreharbeiten auf Hawaii. Und die haben das eben einfach gefilmt und haben das einfach damit reingepackt. Und heutzutage hast du halt dieses sture, ich will diese Szene da drin haben, und dann wird das so dumm inszeniert. Wie der T-Rex, der einfach den Vulkan anschreit, während er in die Luft fliegt. Das ist einfach so dämlich. So, Film vorbei, war geil. Finde ich echt, Jurassic Park 1, einfach unfassbar geil. Ich schwank immer zwischen 1 und 2, welchen Film ich jetzt gerade geiler finde. Jurassic Park 1 ist aber einfach ein Meisterwerk. So, wir stoppen mal hier. Für alle, die Jurassic Park noch nie gesehen haben, es gibt hier keine Post-Credit-Scene. Geiler Film. Geiler Film. Also ich gehe stark davon aus, dass Jurassic World Dominion in einer Box rauskommt, also in der Blu-ray rauskommen wird. Und da sind dann zwei Discs drin. Einmal die Kinofassung, einmal die erweiterte Fassung. Ich habe nämlich auch den Film World War Z mit Brad Pitt. Und da sind auch beide Fassungen drin. Einmal die Kinofassung und einmal die Extended Edition. Was am Ende aber auch heißt, dass die Extended Edition es wohl nicht wert war, sie separat rauszubringen und separat zu pressen. Das bedeutet, wir bekommen nicht allzu viel Neues zu sehen. Ich hätte mir dann eher doch gewünscht, dass sie vielleicht eine dicke Box rausbringen, wie auch bei Herr der Ringe, und dann eine Extended Edition rausbringen, die wirklich neues Material zeigt. Aber machen sie anscheinend nicht wirklich, sondern wir bekommen nur ein paar Szenen, die halt so neben reingeworfen werden, die aber den Film nicht wirklich bereichern werden. Scheint zumindest so zu sein. Dein Lieblingsfilm? Ja, ey, ich bin immer so hinhergerissen zwischen Herr der Ringe, ich nehme Herr der Ringe Trilogie mal als einen Film, und Jurassic Park. Aber ich würde auch sagen, Jurassic Park, Mann, das ist einfach so ein Fest an allem. Der ist inszenatorisch, ist der einfach perfekt geworden. Mit der Musik, wie auch wir als Zuschauer erst so in diese fantastische Welt eingeladen werden, die John Hammond uns ja präsentieren möchte. Und nach bekommen wir aber dann auch anhand der Musik einfach mit, dass hier gerade die Scheiße am Dampfen ist. Das ist alles so gut gemacht. Das ist so schön. Das ist so einfach ein Meisterwerk. Hat er eigentlich damals Oscars bekommen? Hat Jurassic Park einen Oscar bekommen? Mal gespannt. Bestimmt für beste Effekte oder so ein Kram, ne? Jurassic Park Oscars. Ja. Jurassic Park hat Oscars, zumindest einen Oscar hat er bekommen. Ja, Jurassic World wird auch keinen Oscar bekommen. Es tut mir echt leid, Mann. Ihr könnt ja auch Jurassic World, könnt ihr mögen, ist auch vollkommen cool. Aber mir kann einfach keiner erzählen, dass Jurassic World an Jurassic Park rankommt. Allein schon, dass Jurassic Park ein Steven Spielberg-Film ist, dass der Oscars abstaubt, das hat Jurassic World ja alles nicht. Da, wenn ich die Bewertung da aber auch schon wieder sehe. Filmstarts 4,5 von 5 Punkten. Wer zieht denn da einfach mal 0,5 Punkte ab? Von warum? Einfach nur aus trotzigem Grund, damit wir nicht 5 von 5 Punkten vergeben müssen. IMDb 8,2 von 10 Punkte. Ach Leute, ey, das ist einfach eine glatte 10 von 10. Ich bitte euch. Und der Film wird noch besser, wenn man die Hintergrundgeschichte davon kennt. Wenn man sich Making-ofs anschaut. Auf Netflix gibt es eine geile Serie. Eine Doku, dann nehmen die sich immer bestimmte Filme vor und reden darüber. Und da gibt es auch eine Folge komplett über Jurassic Park. 45 Minuten lang Jurassic Park Hintergrundgeschichte. Es ist so gut einfach. Es ist so geil. Ach ja, Leute.
Ich war von Dominion enttäuscht, weil ich auf mehr und längere Dino-Szenen gehofft hatte. Ich auch. Als ich den Film Battle at Big Rock gesehen habe und es wurde gesagt, auf sowas könnt ihr euch jetzt einstellen. Ich habe mich so drauf gefreut. Battle at Big Rock ist besser als der gesamte Film Dominion. Man muss einfach sagen, dass das Besucherzentrum 1000-mal besser designt ist als das in Jurassic World. Ja, weil in Jurassic World muss wieder alles krasser sein. Das sagt ja sogar der eine Mitarbeiter in Jurassic World. Ja, Jurassic Park war noch so viel authentischer. Meta-Gag, habt ihr verstanden? Wir wissen, dass wir gerade nicht so gut sind wie das Original. Ja, es ist echt schade einfach. Ich möchte da jetzt auch gar nicht in Rage reden, aber es ist einfach verschwendetes Potenzial, ist das einfach. Wenn du eine Geschichte erweitern willst mit Klonmädchen, das passt doch in die Geschichte rein, das ist doch cool. Wenn du sagst, wir wollen jetzt Hybriden erschaffen, auch das ist doch vollkommen cool. Das ist eine geile Geschichte und dann baut sie doch aber auch sinnvoll auf. Mach doch wie Jurassic Park auch, mach doch mal eine Frage da draus. Ist das überhaupt okay oder ist es nicht okay? Weil jetzt spielen wir ja wirklich Gott, ab jetzt erschaffen wir ja wirklich eigene Lebewesen. Wir erschaffen ab jetzt eigene Menschen. Das wird nie thematisiert. Es wird nur mal kurz angerissen. Das ist einfach so Potenzial, so richtig in die Tonne getreten. Bei Dominion hat mir gefehlt, dass Henry Wu den Badass-Status wieder verliert. Hat mir nicht getaugt. Ja. Das war halt unkonsequent mal wieder. Es stirbt auch keiner. Ich bin jetzt gerade dabei, das Ranking zu machen von den Toten zu Jurassic World. Ich rede hier nicht von Statisten. Nicht Statist 1, Statist 2. Sondern von wirklichen Menschen, die auch Namen haben. Was soll ich da bei Jurassic World Dominion ranken? Wen haben wir da an Namen, die sterben? Louis Dutchson und den einen Wilderer, der wird auch noch einen Namen haben. Das sind zwei. Toll. Kann ich ein gutes Ranking draus machen. Ich möchte Paläontologe werden, dann mach das, ey, ohne Scheiß. Habe ich mir früher auch immer vorgenommen. Paläontologe werden ist geil, aber man macht es dann halt irgendwie doch nicht. Glaube ein für bestes CGI. Das CGI war ja für damals wirklich krass gewesen. Das kann schon sein. Das Einzige, was ich bei Jurassic World so geil finde, ist der Mosasaurus in der Indominus Rex. Ich finde den auch cool, Indominus Rex. Das stimmt schon. Wie gesagt, ich kritisiere auch nie das, was da passiert, sondern immer das, wie es mir erzählt wird. Dass Saurier zusammengemischt werden und daraus dann so genmanipulierte Exemplare rauskommen, ja, würden wir auch machen. Dass die irgendwann an Land kommen, ans Festland, auch das will ich immer schon mal sehen, aber sie machen da nichts draus. Sie haben alle Ideen in die Tonne geknallt. Alle Ideen sind verschwendete Scheiße geworden. Saurier, die wir selber erschaffen können, Indominus Rex. Zwei verschiedene Saurier-Spezies zusammengewürfelt. Ja, haben wir jetzt bekommen, aber es wurde nicht hinterfragt. Ist einfach da. Saurier als Waffen in Jurassic World Fallen Kingdom. Keine Ahnung, wurde nicht hinterfragt. Ist es cool? Anscheinend einfach nein. Ach, es ist einfach so schade, ey. Ich habe gerade Evo 2 angemacht und kann die Allosaurier-Battle von Big Rock fangen. Von Battle at Big Rock fangen, so in der Kampagne. Das ist echt ein saugeiles Easter Egg. Das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht, dass das die von Battle at Big Rock sind. Das ist geil. Nie wird Jurassic World in Jurassic Park rankommen. Für mich ist das 100 zu 10. Ja, ist auch wirklich so. Jurassic World ist ein Abklatsch von Jurassic Park, der einfach eine andere Zielgruppe ansprechen soll. Da wird einfach nur Massenkino ist das. Massenkino trifft es, glaube ich, ganz gut. Hätte ein Spielberg einfach gesagt nach Jurassic Park 2, ähnlich wie auch James Cameron, ey, ich nehme mir jetzt erstmal so 10, 20 Jahre Auszeit und danach kommt ein vierter Teil raus. Ich hätte mich so drauf gefreut. Das wäre so ein krasser Film geworden. Aber naja. Ich habe jetzt echt Bock, wieder Ark zu zocken. Ja, dann mach das doch. Habe ich noch nie gespielt. Das ist mir zu sehr Survival. So Zeug, das kann ich nicht spielen irgendwie. Das ist mir zu anstrengend. Selbst Jurassic Park 2 hat das mit dem Saurier auf dem Festland besser gemacht als Dominion. Das, obwohl es nur ein Dinosaurier war. Der T-Rex. Gut gemacht, Dominion. Ja. Warten wir halt mal ab, bis die Version jetzt rauskommt, da die Kinofassung oder eher die Extended Edition. Ich schaue gerade noch mal kurz rein bei Amazon.
Ob sich da jetzt schon irgendwas getan hat, von wegen Special Edition. Aber es ist, glaube ich, mit angegeben, dass die zusammen in einer Box rauskommen. Jurassic World Dominion, neues Zeitalter. Ziemlich scheiß Bewertungen auf Amazon. Sieht nicht ganz so gut aus. 4K Blu-ray. Ah, wenn, dann hole ich mir auch die 4K Blu-ray dann. Was ist denn da alles jetzt mit drin? Die Vorbestellerpreisgarantie bekommt man, okay. Das epische Finale, wenn ich das schon wieder lese, könnte ich doch gerade wieder kotzen. Das epische Finale, ey. Oh, es kommt eine Jurassic World Ultimate Collection raus. Das ist so eine dicke Box für 17 Euro. Geil. Nicht mal da habt ihr euch Mühe gegeben. Sehr schön, sehr schön. Wenn die Collectors Edition genauso viel kostet wie die Blu-ray, alles richtig gemacht. Die ist günstiger als die 4K Blu-ray. Ey, das ist wahrscheinlich einfach nur so ein Pappkarton. Ach du Scheiße. Kann ich das euch gerade mal zeigen irgendwie? Ich will da mal rüber switchen. Geht das jetzt? Ja, ist mir jetzt der Aufwand zu groß. Ist ja auch Bums. Auf jeden Fall steht noch nichts mit dabei von wegen Special Edition. Es ist wohl aber auf iTunes angegeben, dass da die Extended Variante mit dabei sein soll. Ich schaue mal ganz kurz hier in die Rezensionen rein. Ich fische mir da mal ganz kurz eine raus, was da so an negativen Rezensionen abgegeben wird. Kein 3D mit dabei, das ist leider keine richtige Kritik für mich, sorry, das ist Gejammer. Okay. Effekte top, Drehbuchschrott, das trifft's. 1 zu 1. Das trifft exakt das. Michael Crichton würde sich im Grab rumdrehen. Ja, es ist natürlich auch eine krasse Aussage. Na gut, okay. Wie ihr seht, haben damit viele Leute Schwierigkeiten mit Jurassic World Dominion. Das epische Finale, aber Staffel 5 kam nach Dominion, spielt aber chronologisch vor Dominion. Von daher ist das ist schon okay. Das ist schon wirklich okay. Ja, man kann es einfach nicht sein lassen. Ich freue mich drauf, wenn sie mehr Geschichten aus dem Jurassic-Universum erzählen, aber dann bitte gebt euch auch Mühe dabei und haut nicht pro Jahr 6 Serien und 19 Filme raus. Das kann nur scheiße werden. Das kann einfach nur Bullshit werden. Ich meine, schaut euch mal die, sind hier auch Star Wars Fans mit dabei? Ich laber eh nicht so lange über Star Wars, aber wurscht. Die Serie The Mandalorian an. Ich habe es immer noch nicht ganz gesehen, weil mich die Geschichte nicht so interessiert, aber auf jeden Fall ist es von der Machart her doch extrem aufwendig und geil gemacht. Mit echten Sets, echte Kostüme, echtes Make-up. Sowas will ich einfach nur sehen von Jurassic Park. So. Und ich glaube, ups, der Hund muss auch gleich raus. Der marschiert nämlich gerade schon schön Richtung Tür. In diesem Sinne würde ich sagen, wir beenden den Stream jetzt auch hier. Mir hat es echt Spaß gemacht. Wir haben zwar sehr viel über andere Themen rund um Jurassic Park und Dinosaurier gequatscht, aber ich hoffe, das war trotzdem okay gewesen. Das kann man sich dann auch mal so nebenbei vielleicht irgendwie anhören. Ich werde es mal auf YouTube hochladen, mal gucken, wie das auf YouTube ankommt. Und ich denke mal, wie hat es euch gefallen? Das könnt ihr mir noch ganz kurz als Kommentar oder als Feedback in den Chat reinschreiben. War das okay? Ist das cool, sowas zu machen? Ich weiß, eine Watchparty ist immer cooler, wenn man da besser alles miteinander synchronisieren kann. Aber war das cool, das als Alternative so zu machen, dass wir uns quasi einfach synchron Sachen anschauen? War super, gut, ja, okay, sehr schön. Wann kommt jetzt Jurassic Park The Game Stream? Und der Stream war sehr gut. Jurassic Park The Game Stream ist schon vorbei. Das haben wir schon durchgezockt. Das ist fertig. Das kannst du auf YouTube jetzt nachholen. Ich habe heute Part 6 veröffentlicht, meine ich. Part 7 wird morgen rauskommen. Also jeden Tag kommt jetzt ein neuer Part davon raus. Plus, dass morgen noch das erste Video rauskommt, die komplette Timeline zu Jurassic Park, wo ich wirklich die komplette Timeline, die offizielle, mir rausgefischt habe und von
vor 65 Millionen Jahre anfange und das Ganze dann bis in die Gegenwart runterziehe. Ja. Okay. So viel eben dazu. Und dann kann ich jetzt noch ein bisschen was schneiden. Erstmal mit dem Hund rausgehen und dann schön, dass ihr alle dabei wart und dass ihr fleißig mitgeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Einen schönen, schwitzigen Tag noch. Bis dann. Ciao.